haben 6 Tage lang in diesem Saal gesessen und der Verhandlung beigewohnt. Dieser Fall ist das schwerste Delikt, das unsere Rechtsprechung kennt. Mord ersten Grades, vorsätzliche Tötung. Sie haben die Zeugen gehört. Meine Herren, es ist Ihre Aufgabe, sich zusammenzusetzen und die Tatsachen von Ihrer Fantasie zu scheiden. Das ist Ihre Pflicht. Ein Mensch ist tot. Das Leben eines anderen liegt in Ihrer Hand. Versuchen Sie nach bestem Wissen und Gewissen, Ihren Spruch zu fällen. Falls Sie, meine Herren Geschworenen, einen begründeten Zweifel an der Schuld des Angeklagten haben, muss Ihre Entscheidung nicht schuldig lauten. Andernfalls müssen Sie davon überzeugt sein, dass der Angeklagte wirklich schuldig ist. Halten Sie ihn für schuldig, dann darf auch das Gericht keine Gnade walten lassen. In diesem Fall verfügt das Gesetz die Todesstrafe. Aber wie immer Sie sich entscheiden, Ihr Spruch muss einstimmig sein. Sollten Sie jedoch keine Einstimmigkeit erzielen, so müssen Sie Ihren Auftrag zurückgeben und es werden neue Geschworene aufgerufen. Also einstimmig. Ist das klar? Sie stehen jetzt vor einer großen Verantwortung. Ich danke Ihnen, meine Herren. Die Ersatzmänner sind entlassen. Die Geschworenen sind zu erwarten. Mögen Sie? Hustenbonbons. Vielen Dank. Mann, ist ja noch heißer hier drin. Da hätten Sie wenigstens eine Klimaanlage hier leisten können. Mir ist beinahe die Puste ausgegangen im Gerichtssaal. Ich habe heute Morgen den Wetterdienst angerufen. Was glauben Sie, haben Sie mir für eine Auskunft gegeben? Es wird der heißeste Tag des Jahres. Ausgerechnet, wenn ich Geschworener spielen muss. Mann, ist das eine Affenhitze, ne? In Ordnung, meine Herren, wir sind vollzählig. Wenn Sie etwas benötigen, brauchen Sie nur zu klopfen. Wird man denn hier eingeschlossen? Das wusste ich gar nicht. Ja, natürlich schließen die uns ein. Was haben Sie gedacht? Was ist mir noch nie passiert? 6 Tage. Das hätten Sie auch in 2 erledigen können. Allerdings musst du diese aufpassen. Meine Herren, was halten Sie davon, wenn wir einfach abstimmen? Das ist eine gute Idee. Wir sollten ihn dafür in den Senat wählen. Es ist jetzt 4.35 Uhr. Na, was halten Sie von dem Fall? Oh Gott, ich weiß nicht. Sie haben eigentlich immer dasselbe geredet, nicht? Bravo. Ich wäre beinahe eingeschlafen. Ich bin nämlich noch nie Geschworener gewesen. Da haben Sie Glück gehabt. Mich hat's schon ein paar Mal erwischt. Und immer wieder verschlägt einem den Atem, was so ein Anwalt alles zusammenfasst. Die reden und reden und reden. Da kann ein Fall noch so klar sein. Ich spreche von unserem Fall. Sagen Sie selbst, haben Sie schon jemals von einem Verteidiger so viel Gewäsch gehört? Naja, das schon, aber ich glaube, die Anwälte, die müssen das doch wohl, nicht? Die haben ja wohl das Recht dazu. Na, natürlich haben sie das Recht. Jeder hat das Recht auf ein sauberes Verfahren. Das ist so unser System. Oder wollen Sie was dagegen sagen? Nein, ganz im Gegenteil. Mögen Sie husten, Mama? Nee, ich huste nicht. Manchmal kommt es mir aber vor, wir würden besser fahren, wenn wir diese lause Kerle durchprügeln würden, bevor sie uns über den Kopf wachsen. Könnte man eine Masse Zeit und Geld damit sparen. Na schön. Wie wäre es, wenn wir jetzt anfangen? Ja, wenn wir nicht drum rumkommen. Also los, starten wir. Moment. Ich schlage vor, wir machen erst mal 5 Minuten Pause. Warum nicht? Jetzt schon? Ja, einer der Herren ist noch im Waschraum. Wir können von Glück sagen, dass wir einen Mordfall bekommen haben. Na, ich hatte schon befürchtet, wir würden für Einbruch oder Erpressung so kleine Fischer herhalten müssen. So was kann sterbenslangweilig sein. Seien Sie mal, ist das nicht Stör? Ja, ja, ganz recht. So was. Da habe ich mein ganzes Leben in dieser Stadt zugebracht. Ich bin noch nicht einmal bei Störns gewesen. Ist komisch, wie? Tja, die Sache mit dem Messer. Zu blöd, was? Erwachsene Menschen und so ein Quatsch schlucken. Was haben Sie erwartet? Das gehört zu unserem Geschäft. Da muss ich schnupfen. Schnupfen? Ein Niagara-Fall. Da nehmen Sie ihn auf, mit so einer Sommerkrippe ist nicht zu spaßen. Ein Geschäftsfreund von mir ist vor ein paar Tagen dann gestorben. Gemütsmensch. Ist was Aufregendes? Ich habe heute noch keinen Blick in die Zeitung werfen können. Gruben mit dem Kupfer wieder 2 Cent zurückgenommen. Tendenz weiterfallen. Das habe ich kommen sehen. Ah, Sie sind aus der Industrie? Nein, Börse. Ein Börsenmakler. Ich habe einen Bodendienst. Wink und Ruf GmbH, wenn Sie schon davon gehört haben. Nein. Der Name war eine Idee von meiner Frau. Aha. Mein Betrieb beschäftigt jetzt 37 Leute. Ich habe mit nichts angefangen. So, meine Herren, bitte Platz nehmen. Komm zum ersten Abendessen. Zur Abstimmung. Ist gemacht. Ich habe nämlich Karten für das Baseball-Match heute Abend. Yankees gegen Cleveland, das Spiel des Jahres. Oh, haben Sie den neuen Wunderknamen schon gesehen? Diesen, Mochewski, oder wie die ausspricht? Mochelewski. Ja, 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 genau. Der spielt bei uns. Ich bin nämlich Yankee, müssen Sie wissen. Ich sage dieser Mochewski, ja? Eine Rakete. Ja, wenn der abschießt, dann kreist der Ball ein paar Mal um die Erde. So. Wie soll man sitzen? Naja, ich würde vorschlagen, der gleichen Reihenfolge wie auf der geschworenen Bank. 2, 3, 4 und so weiter.
Wie geht das überhaupt? Verzeihen Sie bitte. Hä? Ach so, ja. Bitte sehr. Danke, Bess. Er hat Ihnen der Staatsanwalt gefallen. Wie bitte? Der Mann war unerbittlich. Wieder Punkt für Punkt. Ha, genau, anpeilt. Das war Maßarbeit. Ja, wie Modzewski, ne? Modzewski. Sag ich doch, den müssen Sie mal spielen sehen. Alle Achtung vor dem Staatsanwalt. Hat mir sehr, sehr imponiert. Ja, er hat sich sein Geld redlich verdient. Das muss man ihm lassen. Ja, ein Topform. Genau wie mein Rolls-Royce. Man drückt auf den Start und schon ist man am Ziel. Ja, wie viele Strafzettel haben Sie schon gekriegt? Jetzt noch, Herr. Haben Sie mal Schwein gehabt? Also los, starten wir. Moment. Wollen Sie sich nicht auch setzen? Hallo, der Herr dort am Fenster. Wie? Darf ich Sie höflichst einladen? Oh, entschuldigen Sie. Ein harter Brocken, sich das Ganze vorzustellen. Zartes Knäblein bringt seine Zeuge um die Ecke. Penge aus alter Mensch. Allerdings, wenn man die Tatsachen analysiert... Ach was, analysiert? Das ist die Wurzel allen Übels. Man sollte sich in Dreck um sie scheren. Moment, ja. Da fehlt doch immer noch jemand. Der alte Herr ist noch draußen. Ach, würden Sie bitte mal an die Tür klopfen. Sie sind doch auch für Yankees, klar, nicht? Nein, Baltimore. Für wen? Baltimore. Baltimore? Nein. Das ist das Schlusslicht. Die steigen dieses Jahr ab. Ein junger Freund, die Packung, die Baltimore bei uns bezieht, die möchte ich nicht nach Hause schleppen. Baltimore, dieser Flaschenverein. Wenn Sie Modzewski mal gesehen hätten, dann würden Sie Baltimore nicht mehr in den Mund nehmen. Modzewski. Ist egal, wie er heißt. Ja, also bitte, wir sollten nun endlich anfangen. Baltimore, hier. Ich bitte um Entschuldigung, meine Herren, wenn ich Sie aufgehalten haben sollte. Sie sind entschuldigt, bitte verzeihen. Ja, also. Ich überlasse es ganz Ihnen, meine Herren, wie wir vorgehen wollen. Ich meine, ich will keine Regeln aufstellen. Vielleicht diskutieren wir erst den Fall. Und stimmen dann ab. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Bitte, bitte, bitte. Wir können auch gleich abstimmen. Da wissen wir, woran wir sind. Ja, das wär's. Es ist im Allgemeinen üblich, zunächst einen Test vorzunehmen. Ja, testen wir gleich. Manchmal schießt ein Besen und wir können alle abhauen. Ja, bitte, bitte, wie Sie wünschen, meine Herren. Nur, wir wollen nicht vergessen, dass wir es mit einem Mord ersten Grades zu tun haben. Stimmen wir schuldig? Schicken wir den Angeklagten auf den elektrischen Stuhl, so schaut es das Gesetz vor. Das haben wir dann gehört. Ja, worauf warten wir noch? Stimmen wir doch ab. Also, Herr Hoch, das Resultat ist klar. Moment. Irgendein Einwand? Gut, das Resultat muss 12-0 sein. So oder so. Sind wir soweit? Gut. Alle, die für schuldig stimmen, das suche ich hier anzuheben. Bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, also. Also 11 Stimmen für schuldig. In Ordnung. Nicht schuldig? Eine. Klar. 11-1 für schuldig. Jetzt wissen wir, woran wir sind. Junge, Junge, einer muss doch immer aus der Reihe tanzen. Junge, was jetzt? Nun, ich denke, wir sprechen jetzt über die Sache. Sie können so bleiben. Das ist die Höhe. Glauben Sie wirklich, der ist unschuldig? Ich weiß es nicht. Seien wir doch mal vernünftig. Sie haben doch im Gerichtssaal gesessen und genau dieselben Dinge gehört wie wir alle. Der Bursch ist doch ein gemeingefährlicher Mörder. Das haben Sie ihm doch angesehen. Er ist 19 Jahre alt. Alt genug, um seinen Vater zu erstechen. 10 Zentimeter tief in die Brust. Der Fall liegt eigentlich klar. Ich war eigentlich, ja, ich war vom ersten Tag an überzeugt, dass... Ja, Sie waren nicht der Einzige. Der Fall ist doch nun wirklich bis in die letzte Einzelheit aufgeklärt worden. Sie haben sich doch so viel Mühe gegeben, es uns zu beweisen. Wieder, wieder. Das soll denn nicht am Ende gescheiter sein als die studierten Richter? Niemand verlangt das von Ihnen. Ja, was wollen Sie denn noch? Ich möchte nur darüber sprechen. Was soll denn dabei rauskommen? Ja. 11 der Anwesenden sprechen in Schuld, ist genug gesprochen. Nicht einer hat die geringsten Bedenken, bis auf Sie. Eine Frage. Bitte? Glauben Sie dem Jungen ein Wort? Ich weiß nicht. Vielleicht glaube ich ihm nicht. Ja, dann verstehe ich noch weniger, warum Sie für nicht schuldig gestimmt haben. 11 haben ihn schuldig gesprochen. Ich kann nicht so einfach meine Hand heben und jemanden in den Tod schicken. Also, ich muss erst darüber sprechen. Hören Sie wohl gerne selber reden. Aber wollen wir mal den Ball abfangen. Also, für mich ist der Kerl schuldig. Und wenn Sie 100 Jahre alt werden, meine Meinung werden Sie nicht ändern. Huck, ich habe gesprochen. Ich will Ihre Meinung auch gar nicht ändern. Aber schließlich entscheiden wir doch hier über ein Menschenleben, nicht wahr? Also, bitte, angenommen, wir haben Unrecht. Angenommen, das ganze Gerichtsgebäude fällt mir auf den Kopf. Ja, annehmen kann man alles. Oder habe ich Unrecht? Nein, 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 Sie haben Recht. Na, sehen Sie. Was macht es für einen Unterschied, wie lange ich dazu brauche? Ich heb meine Hand, weil ich überzeugt bin. Wir sind eben alle einfach überzeugt. Also ich brauche dazu nicht mal 5 Minuten. Ich brauche dazu vielleicht eine Stunde. Neuer Baseball-Match geht ja nicht vor 8 Uhr an. Man muss aber rechtzeitig den Platz belegen. Waren Sie überhaupt schon mal bei so einem Match? Nein. Na, aber mit drin. Jetzt machen Sie mal einen Punkt. Jetzt spricht Vater. Ah, er wollte mich nur auf den Arm nehmen. Ne? Darauf falle ich nicht rein. Baltimore, oder? Will noch jemand etwas sagen? Sie? Ich? Nein, danke, ich nicht. Ich wollte mich nur. Ich habe nichts dagegen, dass wir noch eine Stunde hier bleiben.
Idiot. Entschuldigen Sie, das ist mir nur so rausgerutscht. Bitte tun Sie sich keinen Zwang an. Ich nehme Sie beim Wort. Ich habe da gestern Abend einen guten Witz gehört. Also dazu sind wir ja nun nicht hier. Gut, gut. Klären Sie mich auf, warum wir hier sind. Oder wissen Sie das selber nicht? Ich weiß nur, dass der Junge sein Leben lang herumgestoßen worden ist. Er ist in einem Elendsviertel aufgewachsen und hat früh seine Mutter verloren. 9 Jahre war er damals alt. Und dann hat man ihn für 1,5 Jahre in ein Waisenhaus gesteckt, weil sein Vater eine Gefängnisstrafe absitzen musste. Wegen Scheckfälschung, stimmt's? Tja, das ist kein gutes Sprungbrett fürs Leben. Unsere Waisenhäuser sind okay, wir zahlen Steuer dafür. Mit Steuern kann man aber kein Elternhaus ersetzen. Unsere Waisenhäuser sind doch wie Kasernen so unpersönlich. Sie haben wohl nie gedient? Ich bin 2-mal verwundet worden. Also wir haben gehört, dass der Junge viel herumgestoßen und viel geprügelt worden ist. Schade um jeden Schlag, der vorbeigegangen ist. Aber wissen Sie auch, wer ihn alles geschlagen hat? Nicht nur sein eigener Vater oder die sogenannten Erzieher oder der Waisenhausvater? Nein, mein Herr. Ich bin aber gespannt. Wir? Ja, 19 erbärmliche Jahre sind eben nicht spurlos an dem Jungen vorübergegangen. Er ist verbittert. Eben, und deswegen schulden wir ihm ein paar Worte. Das ist alles. Ich bin gerührt. Also denken Sie von mir, was Sie wollen, aber wir schulden dem nicht so viel. Er hat ein sauberes Verfahren bekommen. Glauben Sie vielleicht, dass es umsonst? Soll froh sein, dass wir so freigebig waren. Stimmt's? Wir sind doch keine Quäker. Wir haben die Tatsachen gehört. Und jetzt wollen Sie uns weismachen, dass wir dem Bürschlein glauben sollen? Mir kann da nichts vormachen, nicht so viel. Nicht das Schwarze unter dem Nagel, glaube ich dem. Ich habe lange genug unter Ihnen gelebt. Ich kenne Sie auswendig. Das sind geborene Verbrecher. Alle, durch die Bank. Untermenschen. Untermenschen. Ja, mir können Sie das glauben. Es ist möglich. Aber es ist entsetzlich, so etwas zu denken. Gibt es tatsächlich geborene Verbrecher? Ist denn das Verbrechen typisch für eine bestimmte Klasse? Seit wann? Und wer, das sagen Sie mir bitte, wer hat schon ein Monopol auf die Wahrheit? Sie vielleicht? Quatsch, wir brauchen keine Sonntagspredigt. Entschuldigen Sie, aber die Ansichten dieses Herrn scheinen mir denn doch recht gefährlich. Erlauben Sie mal. Gefährlich oder nicht? Wir müssen doch unser Geschäft zu Ende bringen. Aber wozu denn die Aufregung? Es sind die Puffreis, meine Herren. Das ist nur eines von den Erzeugnissen, für die ich mir in meinem Reklamebüro den Kopf zerbreche. Puffreis zum Frühstück, sagt schon Kato, macht stärker als die ganze NATO. Oh. Dieser Slogan ist meine ureigenste Erfindung. Mein Chef hat mir sogar Gehaltszulage bewilligt. Muss einem einfallen. Ja, ja, das muss einem einfallen. Auch mit Puffreis werden wir nicht weiterkommen, wenn wir es nicht benehmen. Ja, einverstanden. Ich bin auch für benehmen. Meine Herren, diese Diskussion wird nur fruchtbar sein, wenn wir uns eisern an Tatsachen halten. Ja, das ist ein sehr guter Vorschlag. Irgendein Einwand? Sie? Wenn die Herren nichts dagegen hätten, möchte ich gerne den Ventilator abstellen. Ja, aber das hat mir in den Nacken gezogen. Kein Wunder, wenn man sich hier den Tod holt. Meine Herren, bitte, bitte, wir haben doch alle das gleiche Interesse. Wir wollen uns einigen. Schließlich können wir doch nicht ewig hier herumsitzen. Ja, vielleicht könnte der Herr da unten, der da nicht mit uns übereinstimmt, uns dabei etwas behilflich sein. Ja, oder wissen Sie, was er eigentlich will? Er wäre es doch leichter, ihm zu beweisen, dass er auf dem Holzweg ist. Ja, was kritzeln Sie ihn da? Wollen Sie einen schriftlichen Antrag stellen oder was machen Sie da? Hallo? Hey! Bitte, zeigen Sie bitte. Oh, pardon. Ich habe mir das so angewöhnt. Beim Kritzeln fällt mir immer etwas ein. Ah. Ja. Ja, das wäre vielleicht eine Idee. Lassen Sie mich bitte noch eine Sekunde nachdenken. Bitte. Oh. Ja, natürlich. Es ist unsere Aufgabe, diesen Herrn hier zu überzeugen, dass wir im Recht sind und er im Unrecht. Vielleicht könnte jeder von uns 1 oder 2 Minuten darauf verwenden. Wie finden Sie das? Ja, das ist gar nicht so übel. Bis dann. Ja, also dann einmal um den Tisch herum. 2 Minuten pro Kopf. Da fangen Sie mal an. Dann ist das. Ja. Ja, was soll ich sagen? Das ist gar nicht so leicht, ne? Naja, der ist sicher schuldig, nicht? Das ist ja von Anfang an klar gewesen. Und einen Gegenbeweis hat bisher auch niemand erbracht. Den braucht auch niemand zu erbringen. Die Beweislast obliegt allein dem Gericht, so steht es in unserer Verfassung. Sie brauchen das nur nachzulesen. Ja, ich meine, das weiß ich schon. Ich wollte ja auch nur sagen, na eben, nicht? Der Mann ist schuldig. Es gibt ja auch jemand, der die Tat gesehen hat. Endlich! Sprechen wir endlich über Tatsachen. Lassen wir die persönlichen Gefühle zu Hause. Das ist ein alter Mann, der im 2. Stock wohnt, direkt unter dem Mordzimmer. Kurz nach Mitternacht hörte er Lärm in der oberen Wohnung. Er hat ausgesagt, es habe sich wie ein Kampf angehört. Und dann habe der Junge laut ausgerufen, ich bring dich um. Er hat es deutlich verstanden. Eine Sekunde später fiel ein Körper zu Boden. Der Mann rannte zur Wohnungstür und sah hinaus. Und was sah er? Das Bürschchen rannte die Treppe runter und aus dem Haus. Dann holte der Mann die Polizei. Sie fanden den Vater mit einem Messer in der Brust. Und der Gerichtssatz stellte fest, dass der Tod um Mitternacht eingetreten sein muss. Das sind Tatsachen. Tatsachen lassen sich nicht widerlegen. Der Junge ist schuldig, da gibt es nichts zu rütteln. Bin ich so sentimental wie ein gewisser Herr? Mir ist auch klar, dass der Junge erst 19 ist, aber das schützt ihn nicht davor, dass er für seine Tat bezahlen muss.
Genau. 2 Minuten. Sehr gut. Ja, danke. Der Nächste. Ja, für mich hat nie ein Zweifel darüber bestanden, dass die ganze Geschichte, die der Junge uns da aufgetischt hat, doch reichlich fadenscheinig ist. Er behauptet, er sei zur Zeit des Verbrechens in einem Kino gewesen. Aber schon 3 Stunden später kann er sich nicht mehr erinnern, welche Filme er gesehen hat. Sogar die Namen der Stars waren ihm entfallen. Das ist doch zumindest merkwürdig. Und die Frau auf der anderen Straßenseite? Wenn Ihre Aussage nicht beweist, dann können wir alle Beweise gestohlen bleiben. Ja, allerdings, die Frau auf der anderen Straßenseite hat doch als Einzige den Mord mit angesehen. Der Reihe nach, wenn ich bitten darf. Verzeihung. Moment, hier liegt eine Frau in ihrem Bett, die nicht einschlafen kann. Wo? Der Frau kann geholfen werden. Sie erstickt fast vor Hitze. So war es doch. Jedenfalls steht sie am Fenster und sieht gerade noch, wie das Söhnchen dem Vater das Messer in die Brust stößt. Es ist 10 Minuten nach Mitternacht auf die Sekunde. Der Beweis ist lückenlos. Die Frau kannte diesen Burschen seit seiner Geburt. Sein Fenster liegt schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite, jenseits der Schienen der elektrischen Hochbahn. Und sie hat unter Eid ausgesagt, dass sie den Mord gesehen hat. Ja, durch die Fenster eines vorbeifahrenden Hochbahnzuges. Richtig, aber der Zug war leer und fuhr in Richtung City. Er war unbeleuchtet, wenn Sie sich erinnern. Und die Sachverständigen haben uns bewiesen, dass man nachts durch die Fenster eines vorbeifahrenden Hochbahnzuges sehen kann, was auf der anderen Seite vorgeht. Sie haben es uns bewiesen. Eine Frage. Sie trauen dem Jungen nicht. Was veranlasst Sie eigentlich, der Frau zu trauen? Ich stamme doch aus demselben Milieu. Sie sind ein ganz geriebener Gauner. Aber, meine Herren, immer mit der Ruhe. Lassen Sie noch reden, tief durchatmen, entspannen. Er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, Sie werden schon sehen. Gut, wir sind auch nicht hier, um uns zu streiten. Also, wer kommt jetzt dran? 5. Ja, los, bitte, Sie haben 2 Minuten. Ja, ich hatte so ein Gefühl... Lauter! Ich verzichte, ich gebe das Wort weiter. Na, das steht Ihnen frei. Dann der Nächste, bitte. Ich weiß nicht. Vorhin war ich ganz sicher. Ich frage mich bloß, das Motiv ist doch eigentlich die Hauptsache, denke ich. Wo es kein Motiv gibt, da gibt es auch keinen Fall. Das Motiv beschäftigt mich. Zum Beispiel die Aussage der Leute, die Flur an Flur mit dem Burschen wohnten, das hat mich immerhin überzeugt. Die sagten doch da was von einer Auseinandersetzung zwischen dem Vater und dem Jungen so gegen 7 abends. Aber ich kann mich auch irren. Nein, es war 8 Uhr abends. Die Nachbarn hörten einen Streit, aber sie konnten nicht verstehen, worum es ging. Dann wollen sie auch noch gehört haben, wie der Vater dem Jungen ins Gesicht schlug. 2 Mal. Ja, und zum Schluss sahen sie dann den Jungen wütend die Wohnung verlassen, ne? Was beweist das? Das beweist gar nichts. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es etwas beweist, aber das ist noch nicht alles. Doch, sie haben gesagt, dass sich daraus ein Motiv für den Mord ergeben könnte. Genauso wie der Staatsanwalt. Also ich habe das Gefühl, dass das kein sehr stichhaltiges Motiv ist. Der Junge ist in seinem Leben so viel geprügelt worden, dass Prügel sozusagen sein tägliches Brot waren. Verstehen Sie, es überzeugt mich nicht, dass ihn das in 2 Ohrfeigen plötzlich derartig reizen soll, dass er deswegen gleich zum Mörder wird. Es können 2 zu viel gewesen sein. Für jeden ist das Maß einmal voll. Ja, haben Sie noch was? Nein. Okay. Nun Sie. Hallo, Sie. War ich? Ja. Also ich schwitze. Und damit ist praktisch schon alles gesagt. Deswegen können wir nicht bis morgen früh darüber reden. Ist doch immer der gleiche Schwindel. Der Junge hat es doch faustdick hinter den Ohren. Daher. Schauen Sie mal den Lebenslauf von diesem Unschuldsengel an. Ein einziger Slalom nach Sing Sing. Mit 10 Jahren vom Jugendrichter, weil er mit dem Stein einem Pauker ein Loch in den Kopf geschmissen hat. Was ihm nicht mal übel nehme. Mit 15 in der Besserungsanstalt. Autodiebstahl in Tateinheit mit Trunkenheit am Steuer. Wieder ging er hops. Dann noch 2 Mal wegen Messerstecherei geschnappt. Ja, mit dem Messer weiß er Bescheid, hat der Präsident selber festgestellt. Junge, ein sauberes Früchtchen. Seit seinem 5. Lebensjahr ist er von seinem Vater tagtäglich misshandelt worden. Das hat der Präsident auch selber festgestellt. Mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Den hätte ich auch verdrückt, den Missbock. Und wie? Aber so sind die Strolche heutzutage. Als ich in seinem Alter war, da habe ich meinen Vater mit Sie angeredet. Das war damals bei uns so Sitte. Wer von diesen Kerlen redet heute sein Vater mit Sie an? Ich glaube, die Väter legen wohl heute auch kaum mehr Wert darauf. Och, haben Sie eine Ahnung. Ich habe 3 Söhne. Sie Ärmste. Ich habe nur einen, aber das flankt. Er ist jetzt 21. Soll ich ihm mal was erzählen? Als der 9 war, ist er von der Schlägerei getürmt. Kameraden in seinem Alter. Ich kam gerade dazu. Ich habe mich so für ihn geschämt, dass ich ihn am liebsten verleugnet hätte. Nachher habe ich mir vorgeknüpft und ihn ins Gewissen geredet. Bürschchen, habe ich gesagt, ich werde noch einen ganzen Kerl aus ihm machen oder ich zerquetsche dich zwischen den Fingern. Und Sie können nicht drauf lassen. Ich habe einen aus ihm gemacht. Also 16 Mal, da haben wir zusammen geboxt. Der schlug mir das Auge auf. Ich habe geblutet wie ein Schwein. Der hat Bärenkräfte. Schauen Sie sich den an. Mhm. Oh, das sieht aber sehr gut aus. Ja. Sie können ja mal mit ihm boxen. Er haut sie zusammen wie nichts. Da gibt man alles her, um was aus ihnen zu machen. Und wie danken Sie seinem? Seit 2 Jahren habe ich ihn nicht mehr. Er ist erledigt. Machen wir weiter. Meine Herren, ich fürchte, wir reden hier aneinander vorbei. Der Junge ist das Produkt einer verseuchten Umgebung.
oder wie Sie vorhin sagten, eines verseuchten Milieus. Wir können daran nichts ändern. Unsere Aufgabe ist lediglich zu entscheiden, ob er schuldig oder unschuldig ist. Die Gründe, warum er so aufwuchs, haben wir nicht zu untersuchen. Das müssen wir schon den Sozialfürsorgern überlassen. Er ist in einem Elendsviertel zur Welt gekommen und Elendsviertel sind nun einmal Brutstätten für Verbrechen. Wir wissen es alle. Es ist kein Geheimnis, dass die Kinder aus solchem Sumpfboden unsere Gesellschaftsordnung aufs Schwerste gefährden. Und deshalb glaube ich... Sagen Sie das noch einmal. Man kann es nicht oft genug sagen, Kinder, die aus einem solchen Boden hervorkriechen, sind Abfall, nichts als Abfall. Auf den Müllhaufen damit, ich kann sie nicht riechen, ohne dass mir schlecht wird. Soll ich doch wieder einen Ventilator anstellen? Ich habe mein ganzes Leben in so einem Viertel zugebracht. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe in Hinterhöfen gespielt, wo es nach Abfall stank. Vielleicht rieche ich noch immer. Sie sollen das Maul halten, mein Gott, Junge. Das geht zu weit, meine Herren. Bitte nicht persönlich werden. Das müssen Sie doch Ihnen sagen. Ihnen müssen Sie das sagen, nicht mir. Doch kein Grund zur Aufregung. Hat er nicht Sie persönlich gemeint? Und doch nicht gleich so empfindlich sein. Das kommt immer darauf an, was man erlebt hat. Danke. Ja, also vielleicht könnten wir jetzt endlich mit der Zankerei aufhören. Es kostet doch nur unsere Zeit. Ja, Sie sind jetzt dran. Bitte beeilen Sie sich. Wer, ich? Ja. Ach, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich mich auch äußern soll. Ich dachte, Sie alle wollten mich überzeugen. Das war doch Ihre Idee, nicht? Natürlich war es meine Idee. Meine Idee, deine Idee. Was ist denn der Unterschied? Er hat uns hier eingesperrt, jetzt soll er Farbe bekennen. Moment mal, Moment. Wir hatten uns doch geeinigt, dass wir die Reihenfolge einhalten. Darauf möchte ich bestehen. Sie sind jetzt nicht dran. Also gut, da bin ich eben noch nicht dran. Sie benehmen sich wie ein Greenhorn. Greenhorn? Was wollen Sie damit sagen? Warten Sie mal. Grün wie der Heide und Horn wie das vom Ochsen. Aber das Ganze ist keine Beleidigung, sondern nur ein zusammengesetztes Wort. Gut, ich nehme Ihre Entschuldigung an. Also, ich bemühe mich hier so etwas wie eine Geschäftsordnung einzuführen. Ich sehe mich in der Minderheit. Ich fordere den Herrn, der mich einen Ochsen genannt hat, trotz seines Rückziehers auf, meinen Platz einzunehmen. Er kommt ihm zu. Machen Sie sich doch nicht mausig. Aha, der Herr will sich offenbar vor der Verantwortung drücken. Bitte, ich lege mein Amt nieder. Wir sind ja mit Ihrer Geschäftsführung ganz einverstanden. Sie haben bloß ein bisschen schwache Nerven. Schwache Nerven? Bitte, hier ist mein Platz. Er ist frei. Ich weiche deinen stärkeren Nerven. Na, bequemen Sie sich schon, Herr Obmann. Wir sind alle sehr neugierig zu sehen, wie Sie den Laden in Schwung bringen. Also gut, ich nehme den Ochsen auf mich und Sie bleiben Obmann, ne? Ist das eine Idee? Sie halten das wohl für komisch. Das ist ja alles so unwichtig. Unwichtig? Ja, bitte versuchen Sie es doch. Kein Mensch will Sie verdrängen. Sie machen Ihre Sache doch großartig. Ja, aber großartig. Kommen Sie, bleiben Sie am Ball. Wenn ich bald zu Ende komme, dann fangen die tatsächlich noch ohne mich an. Dann müssen Sie sich bei dem Herrn bedanken. Da reden Sie schon. Ich wollte nur Ihre Unterhaltung nicht stören. Ja, niemand stört ja, der uns weiterbringt. Also, ich bitte mir nicht ein, mehr zu wissen als Sie, Herr Bitt. Zeugenaussagen sieht alles wirklich so aus, als ob der Junge schuldig wäre. Davon reden wir jetzt seit einer Stunde. Was wollen Sie denn noch? Ja, es ist ja durchaus möglich, dass er schuldig ist. Ich habe genauso wie Sie 6 Tage im Gerichtssaal gesessen und zugehört, wie die Beweise zusammengetragen wurden. Und dabei passte alles so haargenau zueinander, dass mir beinahe unheimlich wurde. Und da sind mir plötzlich Bedenken gekommen. Vielleicht grundlos, aber ein Gefühl werde ich nicht los. Der Verteidiger hat die Zeugen nicht so ins Kreuzverhör genommen, wie das seine Pflicht gewesen wäre. Und ja, in manchen Fällen hat er sogar sehr bald kapituliert. Wenn ich an der Stelle des Jungen gewesen wäre, ich hätte einen anderen Offizialverteidiger verlangt. Wie wenn es um meinen Kopf gegangen wäre, ich hätte diesen Anwalt abgelehnt. Ich hätte zumindest aufgefordert, die Zeugen doch ganz anders in die Zange zu nehmen. Zum Beispiel die Frau auf der anderen Straßenseite, die den Mord gesehen hat. Oder den alten Mann, der den Mord nur gehört hat und dann gesehen hat, wie der Junge weggelaufen ist. Ich war von dem ganzen Gebäude der Indizienbeweise waren diese beiden Aussagen doch sozusagen das Fundament für die Anklage. Nun mal angenommen, schon in diesem Fundament steckt da ein Fehler. Was nennen Sie Fehler? Wozu hat man überhaupt Zeugen? Sie könnten sich ja immerhin geirrt haben. Sie sind vorher vereidigt worden, da irrt man sich nicht so leicht. Zeugen sind Menschen und Menschen machen Fehler. Sie könnten sich nicht geirrt haben? Kaum. Nein, nein, ich halte es für ausgeschlossen. Können Sie einen Eid darauf leisten? Warum denn gleich einen Eid? Kein Mensch weiß etwas genau, hat schon mal ein alter Grieche gesagt. Sehen Sie? Und darauf hat er Gift genommen. So verstehen wir uns schon viel besser. Wir wollen Sie hier philosophieren oder was hat es mit unserem Fall zu tun? Hat man das Messer in der Brust des Vaters gefunden oder nicht? Also bitte, meine Herren, eins nach dem anderen. Verschiedene von uns haben sich ja noch gar nicht geäußert. Sie waren ja schon dran, nun schweigen Sie mal ein bisschen. Also was ist mit dem Messer? Sie wissen, dass der Junge gestanden hat, er habe es in der Mordnacht gekauft. Darüber wollen wir uns mal unterhalten. Bitte, gern. Vielleicht können wir uns das Messer bringen lassen. Ich würde es gerne noch mal sehen. Ist das möglich? Ja, ist das notwendig? Ja, ich glaube schon. Ja, wozu denn? Wir wissen doch alle, wie es aussieht. Das ist doch nichts als Verschleppungstaktik. Nein, nein, der Herr kann verlangen, dass man ihm das Kopfgeld vorlegt. Wie denn? Wir benötigen Beweisstück Nummer 1, das Messer. Das Messer und die ganzen Umstände, unter denen es gekauft wurde, scheinen mir ein sehr starkes Indiz zu sein. Indiz, Fremdwort. Bitte, lassen Sie uns noch einmal untersuchen, ob in diesem Fundament tatsächlich ein Fehler steckt. Erstens, der Junge gibt zu, in der Mordnacht um 8 Uhr abends das Haus verlassen zu haben, nachdem er vorher mehrfach von seinem Vater geschlagen worden war. Er sagt aber gar nicht geschlagen. Warten Sie mal, wie drückte er sich noch aus? Er sagte, weggestoßen, ja, weggestoßen. Das ist nicht dasselbe.
Bitte sehr, ich korrigiere mich. Der Vater hat ihn handgreiflich berührt. Ist das korrekt? Ja. Zweitens, der Junge geht unmittelbar danach in einen Trödlerladen, nur ein paar Schritte von seinem Hause entfernt. Dort hat er dieses, wie nennt man die Dinge, Springmesser, glaube ich, ne? Klappmesser. Klappmesser, richtig. Ja. Dort hat er also dieses Klappmesser gekauft, auch klar. Drittens, es handelt sich dabei nicht um eines der üblichen Messer. Es hat einen ganz besonders merkwürdig geschnitzten Griff, soweit ich gesehen habe. Ja, ja. Viertens, der Ladeninhaber, Jude und Ausländer natürlich. Natürlich. Bitte? Wieso ist das natürlich? Oh, Verzeihung. Entschuldigung, es tut mir leid. Der Ladeninhaber hat nach seiner zwangsweisen Vorführung das Messer wiedererkannt und ausgesagt, es sei das einzige Stück gewesen, das er von dieser Sorte am Lager hatte. Fünftens, korrekter gesagt, gegen 8.45 Uhr trifft der Junge ein paar Freunde vor seiner Stammkneipe. Habe ich einen Fehler gemacht? Nein, Sie waren sehr genau. Er bleibt mit seinen Kumpanen etwa eine Stunde beisammen, verlässt sie demnach gegen 9.45 Uhr. Er hat ihnen das Messer gezeigt. So haben sie jedenfalls ausgesagt. Sechstens, jeder von ihnen hat es vor Gericht wiedererkannt. Es war die Mordwaffe. Siebtens, der Junge kommt um 10 Uhr abends heim. Und das ist jetzt der Punkt, in dem sich seine Lesart von der des Gerichts wesentlich unterscheidet. Er behauptet, er sei bis 11.30 Uhr zu Hause geblieben und dann in eines dieser Kinos gegangen, die die ganze Nacht spielen. Ja. Erst gegen morgen um 3.15 Uhr will er wieder nach Hause gekommen sein. Er fand seinen Vater tot vor und die Polizei nahm ihn mit. Was ist jetzt mit dem Messer? So. Er behauptet, es sei ihm durch ein Loch in seiner Rocktasche herausgefallen, zu einem unbestimmten Zeitpunkt zwischen 11.15 Uhr und 3.15 Uhr auf dem Weg ins Kino oder vom Kino. Auf jeden Fall unwiederbringlich verloren. Meine Herren, sehr schlecht erfunden. Ich glaube, dass der Junge überhaupt gar nicht im Kino war. Ja, ja, sag auch meine Meinung. Kein Hausbewohner hat ihn um 11.30 Uhr weggehen sehen. Kein Mensch im Kino hat sich an ihn erinnern können. Weder das Personal noch die Besucher, soweit sie sich gemeldet haben. Und er selber hat die Titel der Filme vergessen, die er unmittelbar vorher gesehen hat. Ich werde Ihnen sagen, wie sich das abgespielt hat. Der Junge ist überhaupt zu Hause geblieben. Es hat wieder Krach gegeben mit seinem Vater. Kurz nach Mitternacht hat er ihn dann erstochen und ist geflüchtet. Es ist ihm gerade noch eingefallen, dass er ja die Fingerabdrücke auf dem Messer beseitigen musste. Ja, danke schön. So sehe ich den Fall. Aha, hier kommt unser Beweisstück. Bitte, haben Sie das mal so. Darf ich das mal einen Moment haben? Ja, bitte sehr. Ja. Dankeschön. Bitte. Von allen einschlägigen Zeugen als Eigentum des Jungen wiedererkannt. Aber es fiel ihm ja durch ein Loch in seiner Rocktasche. Der große Unbekannte liest es von der Straße auf, geht schnurstracks in die Wohnung des Vaters und ersticht ihn. Das ist Ihre Logik, mein Herr. Und das soll ich Ihnen abkaufen. Das sollen Sie gar nicht. Ich habe ja nur von der Möglichkeit gesprochen, dass der Junge das Messer verloren hat und dass ein anderer seinen Vater mit einem ähnlichen Messer erstochen hat. Mit einem ähnlichen Messer? Ja. Bitte, haben Sie jemals so einen Griff gesehen, mein Herr? Nein, voll krass. Also ich jedenfalls nicht. Sogar der Trödler hat zu Protokoll gegeben, dass es ein einmaliges Exemplar gewesen sei. Nein, nein, diese Duplizität der Fälle scheint mir doch etwas an den Haaren herbeigezogen. Das können wir Ihnen zu meinem großen Bedauern nicht abnehmen. Das habe ich auch gar nicht erwartet. Ich sage ja nur, dass es möglich ist. Aber nein, es ist unmöglich! Das ist ein Ei. Wo haben Sie das her? Ich bin gestern Abend nach der Verhandlung noch spazieren gegangen, um alles noch einmal zu überdenken. Dabei habe ich mich auch in dem Viertel umgesehen, wo der Junge lebt. Drei Häuserblocks von seiner Wohnung entfernt ist eine kleine Pfandleihe. Da habe ich das Messer gefunden. Es kostet $2. Es ist gesetzlich verboten, solche Messer zu kaufen oder zu verkaufen. Es ist mir bekannt, ich habe das Gesetz übertreten. Gratuliere. Sie haben einen tollen Coup gelandet. Mit dem Trick können Sie auftreten. Aber bewiesen haben Sie damit gar nichts. Vielleicht gibt es 10 Messer von der Sorte. Na und? Na eben. Vielleicht gibt es 10. Ja, was heißt das alles schon? Das gleiche Messer. So ungeheuer, was? Leider ändert es nichts an der Tatsache, dass es noch immer ziemlich unglaubwürdig bliebe, dass ein anderer den Mord mit einem ähnlichen Messer begangen hätte. Ja, es ist doch möglich. Aber unwahrscheinlich. Also heißt es nur ja oder nein? Kann er nicht die ganze Nacht in dieser Quasselbude hocken? Es ist nur eine Nacht. Und in dieser Nacht kann ein Junge sterben. Na schön, dann können wir uns hier häuslich niederlassen. Der Gefängniswärter soll uns ein Kartenspiel bringen. Ich weiß nicht.
Ich finde, man sollte sich nicht noch lustig machen darüber. Das ist nicht. Ja, machen Sie was dagegen. Ich weiß überhaupt nicht, was der Quatsch mit dem Messer soll. Jemand hat gesehen, wie das Söhnchen den Vater erstochen hat. Was brauchen wir denn mehr? Meine drei Tankstellen gehen in Konkurs, während ihr hier palabert. Nein, nein, immerhin, das Messer war ein sehr wichtiger Punkt für den Staatsanwalt. Er hat einen vollen Tag darauf... Gehen Sie wieder weg mit dem Staatsanwalt. Das war ja ein publischer Referendar oder sowas. Der hatte ja keine Ahnung. Also diese Bagatellen halten uns doch nur auf. Ich schlage vor, wir... Er ist der Einzige, der uns aufhält. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Stimmen wir nochmals ab, aber geheim und schriftlich. Ich selber enthalte mich der Stimme. Wenn immer noch 11 für schuldig sind, dann will ich mich nicht länger ausschließen. Wir können dem Gericht dann gleich unseren Schuldspruch übergeben. Aber wenn, meine Herren, wenn einer von Ihnen nicht schuldig stimmt, dann müssen wir bleiben und den Fall zu Ende bringen. Was halten Sie davon? Ja, das ist ein fairer Vorschlag. Sind alle dafür? Irgendein Einwand? Nein. Ja, gut, der Vorschlag ist angenommen. Bitte schreiben Sie auf einen Zettel von Ihrem Notizblock. Ja, schuldig. Ach so, ist er ja heim. So. Na, so. Okay. Ja. Von Sena. Schuldig. 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 Nicht schuldig. Schuldig. Junge, ihr schlägt 13. Und einer ist umgekippt. Was haben wir davon? Verflucht, wer war das? Entschuldigen Sie bitte. Wir haben uns auf eine geheime Abstimmung geeinigt. Ach. Wenn der Betreffende ungenannt bleibt... Ungenannt? Was heißt hier ungenannt? In einem Geschworenenzimmer gibt es doch keine Geheimnisse. Der Feigling soll sich stellen. Was ist denn? Vom Bonkverschluck. Kamerad, Sie sind ein Held. Erst stimmen Sie mit uns allen schuldig und dann fängt der Missionar da drüben an, Ihr Herz zu erweichen. Und Sie schluchzen natürlich mit. Ach, werfen Sie doch lieber ein $1/4 in die Sammelbüchse. Da kommen Sie in den Himmel. Das ist doch zum Kotzen. Sagen Sie das nochmal. Wer sind Sie denn eigentlich, dass Sie es wagen? Wer Sie sind? Was will er denn eigentlich von mir? Er ist ein bisschen reizbar. Reizbar. Und ob ich reizbar bin? Wir geben uns alle Mühe, einen Schuldigen auf den elektrischen Stuhl zu bringen, wo er hingehört. Und plötzlich kommt einer und erzählt uns Märchen und wir hören geduldig zu. Da soll man nicht in die Luft gehen. Na, also Ihr Schreien hilft uns auch nicht weiter. Bitte setzen. Ich bitte ums Wort. Ja, bitte. Ich habe immer geglaubt, dass ein Bürger in diesem Lande das Recht hat, auch unpopuläre Meinungen zu äußern. Tja, und aus diesem Grunde bin ich auch hierher gekommen. Und es schmerzt mich, zugeben zu müssen, dass in meiner alten Heimat... Ihre Heimat interessiert uns nicht. Dass in meiner alten Heimat eine freie Meinung nun nicht mehr gestattet ist. Ja, komm. Ah, mach Schabes davon. Hey, Baltimore. Darf man wissen, warum Sie umgefallen sind? Nicht er ist umgefallen. Ich war es. Vielleicht wollen die Herren meine Gründe hören. Danke, kein Interesse. Aber ich habe ein Interesse, es klarzustellen, wenn Sie nichts dagegen haben. Wenn es unbedingt sein muss. Der Herr soll ruhig sprechen. Sie gestatten? Danke. Dieser Herr stand ganz allein gegen uns alle. Er behauptet keineswegs, dass der Angeklagte nicht schuldig ist. Er ist sich nur nicht sicher. Ich finde, es gehört schon sehr viel Mut dazu, einfach gegen den Strom zu schwimmen und sich der Lächerlichkeit auszusetzen, selbst wenn man noch so überzeugt ist. Aber er hat ja die Entscheidung uns überlassen. Ja, auch wenn es Ihnen nicht passt, mein Herr. Er hat ein gewagtes Spiel gespielt und das imponiert mir. Ich achte seine Beweggründe. Wahrscheinlich ist der Junge schuldig, aber ich möchte gern mehr darüber hören. Im Augenblick stehen wir 10-2. Das ist kein Argument! Lassen Sie ihn doch. Er kann Sie gar nicht verstehen, weil er Sie gar nicht verstehen will. Ist das alles, was Sie vorzubringen haben? Danke. Ja, das ist alles. Wenn ich mich nicht täusche, treten wir auf der Stelle. Der alte Herr hat uns eine unangenehme Überraschung bereitet. Ich habe keine Ahnung, wie man den Karren aus dem Dreck ziehen soll. In meiner Branche passiert mir das selten. Sie wissen ja, ich bin Reklamefachmann. Was sind Sie, wenn ich fragen darf? Chemiker. Ach, meine Hochachtung. Die Wissenschaftler sind immer noch das Beste, was wir aus Europa importieren. Also, Herr Kollege, ich war ein bisschen erregt. Sie müssen sich gleich krumm nehmen. Ich habe das nicht persönlich gemeint.
Ich bin nur froh, dass Sie sich nicht auch von dieser Humanitätsduselei am Mann stecken lassen. Die Sorte kennt man doch. Tue recht und scheue niemand. Das ist mein Wahlspruch. Gott sei Dank, dass ich nicht allein stehe. Was an dich? Aber sind Sie auch Vertreter? Wieso? Nur weil Sie so hübsch reden können. Ach. Nein, nein, ich bin Architekt. Sie wissen aber, was man die sanfte Tour nennt, hm? Nein, ich bedauere, ne? Ja, mit der verkaufen Sie aber recht gut. Ich habe hier eine ganz andere Technik. Erst ein paar Schnäpse, dann die neuesten Witze und dann überfahre ich Sie. Ach, von wem sprechen Sie denn eigentlich? Ja, von den Kunden natürlich. Ach so. Im letzten Jahr habe ich $27.000 gemacht. In Marmelade. Kann sich sehen lassen, ne? Ganz wahr. Warum machen Sie eigentlich so viele Schwierigkeiten? Bringt Ihnen das was ein? Doch höchstens Ärger. Also, ich glaube, Ihnen hat mal einen auf den Kopf gehauen, da sind Sie nicht drüber weggekommen, stimmt's? Vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Sie machen sich's zu einfach, ja. Wohltäter der Menschheit seid alle gleich. Wenn sich eine Katze einen Schwanz einklemmt, gleich fängt er an zu flennen. Aber Mumm habt ihr nicht für so viel in den Knochen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Warum verschwenden Sie unsere Zeit? Spenden Sie einfach 5 Piken für einen guten Zweck und schon ist Ihnen wohler. Kameraden, der Junge ist schuldig, da hilft ihm kein Gott, so schuldig, wie Sie eine Nase im Gesicht haben. Lassen Sie uns endlich nach Hause gehen, bevor wir uns hier heiser schreien. Seien Sie mal ein bisschen menschlich, Sie Wohltäter. Für ob Sie sich nun hier heiser schreien oder auf dem Sportplatz, wo ist denn da der Unterschied? Sie Schlaumeier, da habe ich eben mehr Vergnügen. Das ist der Unterschied. Hosen sind das, was? Oh, nicht schlimmer als alle anderen. Ach, mich macht dieser Tag noch fertig. Herrlich. Wie lange kann das noch dauern? Weiß ich nicht. So, Sie wissen das nicht. Aber er ist schuldig, bestimmt. Kein Mensch auf der Welt kann daran zweifeln. Erlösen Sie uns doch endlich. Ich meine, mir persönlich ist es egal, für mich sind es höchstens ein paar Arbeitsstunden weniger, das ist ja auch nicht zu verachten. Na, sehen Sie. Glauben Sie denn im Ernst, dass er nicht schuldig ist? Ich weiß es nicht. Ist doch möglich. Ich kenne Sie ja nicht, aber ich möchte wetten, Sie haben ihn ja nie so verrechnet. Mann, schlucken Sie es runter und Sie ersparen sich viel. Angenommen, Sie wären der Angeklagte. Ich weiß nicht, mir kommt das alles ein bisschen komisch vor hier. Ich bin nur ein kleiner Handwerker und mein Chef hält nichts von angenommen oder so. Aber schön, ich will kein Spielverderber sein, also angenommen. Angenommen, Sie reden uns alle noch weich und am Ende hat der Junge seinen Vater tatsächlich erstochen. Was denn dann? Tja, das wäre schrecklich. Aber noch schrecklicher wäre es, einen Unschuldigen auf den elektrischen Stuhl zu bringen. Nee, das ist mir nicht übel, aber für mich ist das einfach alles ein bisschen zu hoch. Ich war aber vollkommen verzweifelt. Ich denke auch, dass ich auf der anderen Seite den Mann komme. Na endlich, wo haben Sie denn so lange gesteckt? So, wir können die Verhandlung fortsetzen. Bitte. Bitte, meine Herren, wieder Platz nehmen. Ich möchte nur eine Frage an die Herren Neinsager richten. Ja, an Sie, meine Herren. Der alte Mann, der in der unteren Etage wohnte, der hat doch den Burschen schreien hören, ich bring dich um. Und eine Sekunde später hört er einen dumpfen Aufprall, als ob ein Körper zum Boden fällt und dann sah er den Kerl die Treppe runterrennen. Ja, wie erklären Sie sich denn das? Nö, der alte Mann muss ein phänomenales Gehör gehabt haben, dass er sogar durch die Decke hören konnte. Nein, nein, nicht durch die Decke, das Fenster stand offen und ebenso das Fenster darüber. Es war nämlich ziemlich heiß in dieser Nacht, wenn Sie sich recht erinnern. Es ist nicht ganz leicht, eine Stimme genau zu erkennen. Noch dazu aus einer anderen Wohnung. Das ist doch lächerlich. Und ganz besonders, wenn sie schreit. Ja, aber der Alte hat sie doch wieder erkannt. Jawohl. Und vergessen Sie nicht die Frau auf der anderen Straßenseite. Ja. Sie konnte direkt in das Fenster der Wohnung sehen und genau in dem Augenblick, als der Junge seinen Vater erstach. Also wenn Ihnen das nicht genügt... Nein, es genügt mir nicht. Aber ich bitte Sie, die Frau hat durch die Fenster der vorbeifahrenden Hochbahn den Mord gesehen. Der Zug hatte 6 Wagen und sie sah ihn durch die Fenster der beiden letzten Wagen. Sogar an belanglose Einzelheiten hat sie sich erinnert. Darüber kann man gar nicht mehr diskutieren. Was kitzeln Sie denn da? Die Hochbahnlinie. Ich will mir die Situation vergegenwärtigen. Kann ich mal Ihren Bleistift haben? Bitte schön. Jetzt haben wir erst 3 Wagen gemalt. So, da ist der 4. Jetzt machen Sie den 5., dann wird uns die Zeit hier nicht lang. Hier ist der 5. Wagen. Das ist kein Spiel! Was ist das denn? Sie benehmen sich wirklich, Kind. Bitte, ist halb so schlimm. Schlimm genug, die haben vergessen, wo sie sich befinden. Man hat sich doch begraben. Ich hätte gute Lust, die beiden zu scheuen. Also jetzt reicht's mir, eure Schlägereien haben gerade noch gefehlt. Ich muss sie ernstlich ersuchen, sich zu mäßigen. Wir haben wohl noch verteidigen dürfen. Das ist doch eine Frechheit, eine bodenlose Frechheit. Friedlich. Kein Spiel. Ich möchte wissen, wer sich hier kindisch benimmt. Lass mich doch nicht beleidigen. Kein Mensch beleidigt Sie. Wir sprechen uns doch nur aus hier. Na los, bitte setzen.
Na ja, Sie auch. Ihre Zeichnung ist aber recht instruktiv. Fangen Sie schon wieder an. Nein, tatsächlich. Sagen Sie, was glauben Sie, wie lange dauert es wohl, bis ein Hochbahnzug, sagen wir mal, mit mittlerer Geschwindigkeit, einen bestimmten Punkt passiert hat? Hier, schauen Sie sich Ihre Skizze noch mal an. Ich führe mir den sechsten Wagen noch hinzu. Noch wie lange? Was schätzen Sie? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht 10, 12 Sekunden? Ja, das dürfte ziemlich genau stimmen. Ja, ja. Was meinen Sie? Na ja, so 10 Sekunden, nicht? Das kann ich nicht. Moment. 10, 8. Gut geschätzt. Also gut, 10 Sekunden. Hilft Ihnen das? Vielleicht. Also, ein Hochbahnzug mit 6 Wagen braucht etwa 10 Sekunden, um einen bestimmten Punkt zu passieren. Nehmen wir mal an, dieser bestimmte Punkt sei das offene Fenster des Mordzimmers. Wenn man die Hand ausstreckt, kann man fast die Gleise berühren, weißt du? Ja, so ungefähr ist. Also. Jetzt frage ich Sie, hat mal jemand von Ihnen neben einer Hochbahnlinie gewohnt? Ich? Das heißt nicht gewohnt. Ich habe mal in einer Wohnung gearbeitet, die neben einer Hochbahnstrecke lag. Bin nämlich Anstreicher. 3 Tage hat das gedauert. Ja, und wie war das? Wie soll das gewesen sein? Ich meine, viel Lärm. Lärm? Wen interessiert das schon? Mein Beruf ist man sowieso nicht verwöhnt. Also ich habe mal ein Haus gebaut, unmittelbar neben einer Hochbahnlinie. Bei offenen Fenstern. War der Lärm geradezu unerträglich. Da wollen Sie nicht endlich zur Sache kommen. Ja, gewiss. Bitte erlauben Sie mir, 2 Zeugenaussagen herauszugreifen und einander gegenüberzustellen. Erstens. Der alte Mann in der unteren Wohnung will gehört haben, wie der Junge ausrief, ich bringe dich um. Mhm. Und eine Sekunde später fiel ein Körper zu Boden. Eine Sekunde später, das hat er vor Gericht erklärt. Mhm. Ja, genau. Der hat ja sogar gesagt, nicht mal eine Sekunde, nicht? Das hat er doch gesagt. Zweitens. Die Frau auf der anderen Straßenseite ist sicher, dass sie den Mord aus ihrem Fenster durch die beiden letzten Wagen des vorbeifahrenden Hochbahnzuges gesehen hat. Ja. Durch die beiden letzten Wagen, sie ist sicher. Ja, das ist nichts Neues. Ja, aber wir haben doch eben gerade gehört, dass ein Hochbahnzug etwa 10 Sekunden braucht, um einen bestimmten Punkt zu passieren. Wenn die Frau nun den Mord durch die beiden letzten Wagen gesehen hat, na, dann muss man doch annehmen, dass der Körper zu Boden fiel, während der Zug vorbeifuhr, nicht wahr? Das heißt also, bevor der Körper zu Boden fiel, muss der Zug schon volle 7 Sekunden an dem Fenster des alten Mannes vorbeigerattert sein. Das ist doch logisch. Nach dessen eigener Aussage hat er aber die Drohung des Jungen, ich bringe dich um, nur eine Sekunde früher gehört. Das heißt also, während der Zug dicht an seiner Nase vorbeidonnerte. Ja, meine Herren, das ist ganz unmöglich, dass er das gehört haben kann. Na, natürlich ist das möglich. Er sagte, der Junge hat geschrien. Das genügt mir doch. Aber selbst wenn er jedes Wort verstanden hätte, bei dem Lärm wäre es unmöglich gewesen, die Stimme zu erkennen. Das sind doch lauter Spitzfindigkeiten. Hier handelt sich doch um eine Sache von Sekunden. Da kann doch kein Mensch so genau sein. Also ich finde, eine Zeugenaussage, die einen Menschen auf den elektrischen Stuhl bringen kann, die müsste aber so genau sein. Allerdings. Ich glaube nicht, dass er was gehört haben kann. Nee, bei dem Krach ist das unwahrscheinlich. Also ich habe nicht alle Tasten im Schrank. Warum sollte der Alte denn lügen? Was hätte er denn für einen Vorteil davon? Vielleicht wollte er nur Aufmerksamkeit erregen. Ach, mit Ihren abgeklärten Bemerkungen stellen Sie nur die Verhandlungen. Schicken Sie einen davon in die Zeitung, die zahlen Ihnen $3. Was nehmen Sie sich eigentlich heraus? Wer so mit einem alten Herrn spricht, verdient einen aufs Dach. Verstanden? Was ist denn? Sie haben keine Kinderstube, mein Herr. Die haben Sie wohl nötiger. Wenn Sie normal in solchen Ton zu dem Herrn reden, dann stoße ich Sie aus dem Anzug. Ich bin nicht Mitglied in einem Judo-Club, falls Ihnen das etwas sagt. Ich bitte Sie, meine Herren. Reden Sie ruhig weiter. Bei uns herrscht nämlich Redefreiheit. Weshalb meinen Sie, sollte der alte Mann gelogen haben? Ich bedauere, dass ich der unfreiwillige Anlass zu einem Streit geworden bin. Ja, ich wollte sagen, dass ich den Zeugen lange beobachtet habe. Der alte Mann war schon ziemlich gebrechlich. Seine Jacke war zerrissen und es machte ihm sichtlich Mühe, in den Zeugenstand zu gehen. Er schleifte dabei den linken Fuß nach und versuchte es zu kaschieren, weil ihm das offenbar peinlich war. Ich glaube, meine Herren, ich kann ihn besser verstehen als Sie alle. Darf ich Ihnen meinen persönlichen Eindruck schildern? Also ein stiller, gebrechlicher, von seiner eigenen Unwichtigkeit durchdrungener alter Mann. Sein ganzes Leben lang war er ein Niemand. Nie hat sich jemand um ihn gekümmert. Nie hat sein Name vorher in der Zeitung gestanden. Die Gelegenheit kommt wohl nicht so schnell wieder, seinen Namen in der Zeitung zu lesen, wenn auch nur anlässlich eines Mordprozesses. Vielleicht war das seine Sekunde. Vielleicht hätte er es nicht überlebt, wieder ins Dunkel zurückzutreten, ohne seine Chance wahrgenommen zu haben. Vielleicht ist das meine Sekunde. Wenn ich ganz mitgekommen bin, dann wollen Sie uns weismachen. Der Alte hat nur geflunkert, um sich mal wichtig zu machen. Nein. Ich habe nicht gesagt geflunkert. Der alte Mann hat an seine Worte geglaubt. In seinem Unterbewusstsein hat er die Drohung des Jungen gehört. Und sein Gesicht wiedererkannt, weil er es wiedererkennen wollte. Auch Unterbewusstsein, bleiben Sie mal doch mit Ihrer Psychoanalyse vom Leibe. Das Unterbewusstsein meiner Frau kostet mich jeden Monat 3. Entschuldige bitte, das gehört nicht hierher. Das gehört wirklich nicht hierher. Woher nehmen Sie das alles? Ich bin nicht mehr so jung. Ja. Wünscht vielleicht jemand einen Hustenbonbon?
Darf ich? Danke vielmals. Haben Sie doch Mitleid mit uns. Sie sehen doch eh noch wie alle. Da ist noch etwas ungeklärt. Gibt einfach nicht nach. Ich glaube, wir haben bewiesen, dass der alte Mann nicht gehört haben kann, wie der Junge ausrief. Schrie! Also gut, wie der Junge schrie. Wir haben gar nichts bewiesen, Sie unterstellen uns das. Moment, Moment, ich will ja gerade unterstellen, dass das tatsächlich gehört hat. Zu gnädig. Aber bitte, wie oft hat jeder von uns eine solche Redensart schon gebraucht? Wahrscheinlich doch unzählige Male, bei allen möglichen Gelegenheiten und ohne sich das Geringste dabei zu denken. Bitte, haben Sie doch nie zu Ihrer Frau gesagt, also Liebling, dafür würde ich dich am liebsten umbringen? Ich bin unverheiratet. Oder haben Sie noch nie zu Ihrem Jungen gesagt, wenn er ein schlechtes Zeugnis nach Hause brachte, also mein Lieber, wenn das nochmal vorkommt, dann bringe ich dich um? Ich habe keine Kinder. Und Sie? Der Junge hat geschrien, ich bring dich um. Und was man so aus voller Überzeugung schreit, das meint man auch so. Na klar. Nein, nein, nicht immer. Nein, nicht immer. Man meint nicht immer, was man schreit, das ist nicht ganz so. Nämlich vor ein paar Wochen, nicht? Da hatte ich Krach mit einem Kollegen, der in der Bank am Schalter neben mir arbeitet. Na ja, das ist sonst ein ganz anständiger Kerl, aber schreit der mich doch plötzlich an, du Idiot. Naja, ich meine, das kann ja nicht sein Ernst gewesen sein, nicht? Bitte eine Frage. Würde man denn tatsächlich eine so ernst gemeinte Drohung so herausschreien, dass es die ganze Nachbarschaft hören muss? Ich kann mir nicht helfen, dazu war der Junge doch viel zu aufgeweckt. Der und aufgeweckt. Der kann sich nicht mal einwandfrei ausdrücken. Eine Schule kennt er scheinbar nur von außen. Anscheinend. Wie? Eine Schule kennt er anscheinend nur von außen. Entschuldigen Sie, aber das wäre einwandfrei ausgedrückt. Ich habe das so gelernt. Ihr europäischen Schulmeister. Sie wünschen? Ich möchte mein Votum ändern. Was möchten Sie? Nicht schuldig. Sagen Sie es nochmal. Nicht schuldig. Sind Sie sicher? Ja, ich bin sicher. Dann stehen wir 9-3 für schuldig. Naja, dem habe ich doch von Anfang an nicht getraut. Peng, ein Schlag ins Kontor. 3 Punkte für Baltimore, aber ich protestiere, Sie werden vom Platz gestellt. Jetzt Spaß beiseite. Die verfolgte Unschuld hat einen Verteidiger und der vertritt seinen Fall, nicht Sie. Warum wollen Sie ihm durchaus Konkurrenz machen? Anwälte sind nicht unfehlbar. Der Anwalt war vom Gericht bestellt. Der Junge hätte sich nicht aussuchen können. Und auch aussuchen? Im geschenken Gaul sieht man nicht ins Maul. Was heißt ihr aussuchen? Na, das heißt eine ganze Menge. Das kann zum Beispiel heißen, dass der Anwalt den Fall gar nicht gewollt hat. Nur er war von Amts wegen bestellt. Solche Fälle bringen nichts ein, weder Geld noch Namen. Würden Sie vielleicht Marmelade verkaufen, wenn Sie nichts daran verdienen? Ja, rausschauen muss schon was dabei nicht. Na, sehen Sie. Um vor Gericht einen guten Kampf zu liefern, da muss man aber schon an seinen Klienten glauben. Und den Glauben hatte er offenbar nicht, das haben Sie ja eben selber gesagt. Oh, kein Wunder, wer hätte ihm schon glauben sollen, außer hier unserem Manager von Baltimore. Sie versauen mir tatsächlich noch das Match. Na, das werden Sie hoffentlich noch verschmerzen können. Oh, man sieht, dass Sie kein Fanatiker sind. Nein, glücklicherweise nicht. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht und wenn Sie mir gestatten, so... Bitte. Danke bestens. Bitte schön. Ich bin Ihnen sehr aufmerksam gefolgt. Und ich habe nun die Überzeugung gewonnen... In unserer Sprache fasst man sich kürzer. Danke. Ich finde, dass dieser Herr ein paar sehr gute Punkte angesprochen hat. Na, wenn das einwandfrei ausgedrückt ist. Entschuldigen Sie bitte, aber ich lasse mich später sehr gerne von Ihnen belehren. Nach den Zeugenaussagen, die vor Gericht produziert worden sind, habe ich mich korrekt ausgedrückt? Produzieren Sie ruhig weiter. Nach den Zeugenaussagen ist der Junge scheinbar schuldig. Anscheinend. Nein, verzeihen Sie, hier geht auch scheinbar. Aber vielleicht können wir tiefer gehen. Auf den Grund. Ja, auf den Grund gehen. Danke bestens. Es drängt sich mir hier nämlich eine Frage auf. Wir setzen voraus, der Junge hat den Mord begangen. Er hat seinen Vater erstochen, das war 10 Minuten nach Mitternacht. Er ist geflüchtet. Wie hat ihn die Polizei aufgegriffen? Der Junge ist kurz nach 3 Uhr nach Hause gekommen und 2 Kriminalbeamte haben ihn im Flur seiner Wohnung erwartet. Meine Frage ist nun, wenn der Junge wirklich den Mord begangen hat, ja, warum ist er denn 3 Stunden später zurückgekommen? Hätte er sich nicht sagen müssen, dass die Schergen bereits auf ihn warten? Sie scheinen sich ja auszukennen. Ja, ich kenne mich aus. Na schön. Das haben Sie ja jetzt alles hinter sich. Hm? Sind Sie sicher? Ja, wisst doch, Sie sind doch jetzt in Amerika, sozusagen in Abrahams Schuss. Ja, ich weiß. Aber am Lincoln, meine ich. Aber nicht einmal er hätte sich davon abhalten lassen, das Messer zurückzuholen. Es ist nicht fein, sein Messer in andere Leute Brust stecken zu lassen. Noch dazu beim so nahen Verwandten, ne? Ich finde das nicht lächerlich. Denn der Junge wusste genau, dass gewisse Leute das Messer wiedererkennen würden. Er hat es ja seinen Freunden gezeigt. Es blieb ihm also gar nichts anderes übrig, als es sich wieder anzueignen, bevor es der Polizei in die Hände fiel. Ja, aber wenn der Junge sich bewusst war, dass man das Messer wiedererkennen würde, warum hat er es denn nicht gleich mitgenommen? Da können Sie sich das nicht vorstellen? Erstechen Sie mal Ihren Vater. Ich möchte sehen, wie Sie davonlaufen. Verstehen Sie mich recht, ich möchte auf die Panik zu sprechen kommen, die den Jungen erfasst haben muss. Erst als er sich halbwegs wieder beruhigt hatte, kam ihm überhaupt der Gedanke, das Messer.
Ich habe ja das Messer vergessen. Was verstehen Sie unter Panik? Oh, ich bitte, ist das nicht klar? Ja, nicht ganz. Der Junge muss doch immerhin so weit bei Besinnung gewesen sein, um die Fingerabdrücke unmittelbar nach der Tat auf dem Messer beseitigen zu können. Man hat doch keine gefunden, nicht wahr? Nein, merkwürdigerweise nicht. Nun, wo fing seine Panik an? Wo hörte sie auf? Moment mal, Sie haben doch vorhin mit schuldig gestimmt. Ja. Ja, auf welche Seite stehen Sie denn jetzt? Im Zweifelsfalle dort, wo jemand verfolgt wird. Das können Sie mir nicht übel nehmen. Ja, alles schön und gut. Aber wir wollen uns nicht von persönlichen Erlebnissen irreführen lassen. Obwohl ich sie achte. Jawohl, obwohl ich sie achte. Immerhin, wenn ich den Mord begangen hätte, eine Chance, meine Herren, hätte ich mir nicht entgehen lassen. Das Messer zurückzuholen, koste es, was es wolle. Und ich bin fest überzeugt, der Junge hat auch nicht anders gedacht. Er hat sich eingebildet, es habe ihn niemand gesehen, die Leiche sei noch nicht entdeckt worden. Schließlich war es mitten in der Nacht. Und der liebe Gott warte bis zum nächsten Tag, er uns reinlegt. Lassen Sie Gott aus dem Spiel. Was mich im Augenblick ganz besonders interessiert, war der Junge zur Zeit der Tat überhaupt zu Hause? Ich habe da meine Zweifel. Zweifel? Hat der alte Mann um Mitternacht den Jungen aus dem Hause rennen sehen oder hat er nicht? Bekomme ich endlich eine befriedigende Antwort? Ich möchte einen Vorschlag machen. Ach, machen Sie doch, was Sie wollen. Ich bitte um eine neue Abstimmung. Von mir aus. Ach, wollen Sie nicht Platz nehmen? Ja. Zeitverschwendung für nichts und wieder nichts. Naja, es ist ja nur eine Sekunde. Ach, eine Sekunde, das höre ich jetzt hier seit Stunden. Ich tue nur meine Pflicht. Also, wer für nicht schuldig stimmt, der suche ich hier anzuheben. Kein Fortschritt. 1, 2, 3, nicht schuldig, 9, schuldig. Wo ist neuer Voldemort, gibt dich geschlagen. Nicht schuldig. Ich protestiere! Wie lange wollen Sie eigentlich noch auf unseren Nerven hier rumsägen? Wir machen uns ja lächerlich. 8-4 für schuldig, das ist der momentane Stand. Was ist das hier eigentlich für ein Verein? Sind wir ein Aktionskomitee für eine Woche der Brüderlichkeit oder was? Warum sind Sie denn umgefallen? Warum denn? Das sagen Sie es doch! Hier verfolgt Sie doch niemand! Ich brauche mich vor Ihnen nicht zu rechtfertigen. Es genügt, dass ich begründete Zweifel habe. Begründete Zweifel? Phrasen, nichts als Phrasen. Hier, das ist eine Tatsache. Der Mörder, den ihr für unschuldig hattet, wurde gesehen, wie er dieses Ding seinem Vater verpasste. Sie irren sich. Was? Das ist nicht die Mordwaffe. Das ist die Mordwaffe. Na denn nicht. Ja, wollen Sie was sagen? Ich muss an den alten Mann denken. Der ist doch längst erledigt. Er stand auf, rannte zur Tür und sah den Burschen flüchten. Hat er wirklich gesagt, dass er zur Tür gerannt ist? Von mir aus kann der auch gelatscht sein. Hauptsache, der Alte hat den Mörder gesehen. Ja, ich erinnere mich. Er sagt, er ist zur Tür gerannt. Ja, dann verstehe ich nicht. Wie kann man mit einem steifen Bein rennen? Sie irren sich alle beide. Der Alte hat ausgesagt, er sei zur Wohnungstür gegangen. Von Rennen war nicht die Rede. Ach, Herr Obmann, vielleicht könnten wir uns doch sicherheitshalber noch mal den Wohnungsplan bringen lassen. Ja, ist das nötig? Nur zur Kontrolle, ich bitte darum. Ich möchte nämlich feststellen, ob ein alter Mann, der vor kurzem einen Schlaganfall erlitten hat... Woher wissen Sie das? Ich schließe es aus der Art, wie er sein linkes Bein nachzog. Ah, so, Sie schließen es. Bitte weiter. Ja, ich möchte wissen, ob ein alter Mann mit einem lahmen Bein in 15 Sekunden von seinem Bett bis zur Wohnungstür gehen kann. 20 Sekunden, er sagt in 20 Sekunden. Warum verdrehen Sie das schon wieder? Er sagte 15 Sekunden. Und wie lange ist das? Können Sie mir das sagen? Sie können doch gar nicht beurteilen, wie lange 20 Sekunden sind. 15 Sekunden. Darin war er sogar sehr sicher. Haben Sie den Alten denn nicht gesehen? Verdammt nochmal, da war er die halbe Zeit durcheinander. Wie hat er da in einem Punkt sicher sein können? Naja, ich meine nicht so. Meine Herren, ich sehe nicht ein, was wir hier eigentlich beweisen wollen. Der alte Mann hat ausgesagt, er habe den Jungen flüchten sehen. Er hatte zwar ein lahmes Bein, aber er war ja nicht blind. Ach bitte, dann wollen wir doch mal überlegen, ob sich seine Aussagen in allen Punkten aufrechterhalten lassen. Also, im selben Moment, als der Körper zu Boden fiel, hörte er oben Schritte durch den Flur auf die Wohnungstür zulaufen. Diese wurde geöffnet und die Schritte kamen die Treppe herunter. Er selber erreichte seine Wohnungstür, so schnell er nur konnte. Und dazu will er nicht länger als 15 Sekunden gebraucht haben. Das hat er mehrfach erwähnt. Wenn also oben der Mörder sofort anfing zu rennen... Wer sagt Ihnen, dass er sofort anfing zu rennen? Na, der alte Mann, wenn Sie sich erinnern. Aha. Herr Kamerad, Sie halten den Weltrekord im Haarspalten. Dann müssen Sie eigentlich immer zu Witze reißen? Lieber Freund, Sie kriegen $3 Geschworenengeld pro Tag, meine Witze inklusive. Kann aber nicht mehr darüber lachen. Ist das hier richtig so? Ja, danke. Halt mal her, wohin? Ich will meine Frau anrufen. Sie sagt, sie ist sonst zu Tode. Bedauere, dass es nicht gestattet. Kann ich das nicht für Sie tun? Wie ist denn die Nummer? Na bitte. Manhattan 74, 1342. 1342. Sagen Sie, meine Frau, es geht mir gut. Ich komme erst morgen früh nach Hause. Ja, und wenn sie fragt, warum? Möchte ich selber wissen. Hier haben wir die Wohnung, in der Mord begangen wurde. Die Wohnung des alten Mannes liegt genau darunter und hat genau die gleichen Ausmaße.
Die Fensterfront verläuft parallel zur Hochbahnlinie, die wäre also hier. Mhm. Sehen Sie, hier ist das Schlafzimmer, noch ein Schlafzimmer, Wohnzimmer, Bad, Küche und so weiter. Die Türen führen alle in einen langen Korridor. Am vorderen Ende des Korridors liegt die Wohnungstür. Hier die schraffierte Fläche, das ist das Treppenhaus. Am anderen Ende des Korridors liegt das Mordzimmer. Also genau über dem Schlafzimmer des alten Mannes. Der kleine rote Kreis hier, der bezeichnet die Stelle, wo die Leiche gefunden wurde. Also, der alte Mann lag im Bett. Nach seiner eigenen Aussage ist er aufgestanden, in den Flur gegangen, hat diesen durchquert bis zur Wohnungstür, hat diese geöffnet und da hat er gerade noch gesehen, wie der Junge die Treppe runterlief. Ist doch richtig. Und das alles in 15 Sekunden. Stimmt. Nun, also, das Bett stand hier. Das, erlauben Sie mal. Bitte schön. Das sind also vom Bett bis zur Schlafzimmertür? Naja, 360. Ja, und dann kommt der Korridor, der ist 1440. Jawohl. Also, der alte Mann musste aus seinem Bett aufstehen. 3,60 Meter gehen, die Schlafzimmertür öffnen, weitere 14,40 Meter gehen und die Wohnungstür öffnen. Ja, glauben Sie, dass er das gekonnt hat? Natürlich hat er das gekonnt. Mit seinem kranken Bein. Man musste ihm sogar in den Zeugenstand helfen. Als ob 18 Meter ein Marathonlauf wäre. Also für einen alten Mann mit einem lahmen Bein ist es zumindest ein langer Weg. Bitte? Dann würde ich vorschlagen, dass wir selber mal feststellen, ob er das gekonnt haben kann. Was, Sie wollen das doch hier nicht etwa ausprobieren? Ja, warum denn nicht? Ich halte das für wichtig. Ja, warum hast du seinen Anwalt nicht vorgebracht, wenn das so wichtig ist? Vielleicht hat er nicht daran gedacht. Lächerlich, der Mann ist doch kein Rindvieh. Haben Sie daran gedacht? Oh. Also wir nehmen an, dieses Sofa ist das Bett des alten Mannes. Ich schalte jetzt die 3,60 Meter ab. Das ist also genau die Strecke von seinem Bett bis zur Schlafzimmer. Bis zur Schlafzimmer. Ja. Danke. Ja. 1, 2, 3, 1,5. So, wie ist denn mein Stuhl hier? Dankeschön. Also dieser Stuhl ist die Schlafzimmertür. Jetzt kommt der Flur, der war 14,40 Meter. 40, 40, ja. So. 1. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Wir verpennen nur unsere Zeit. Was? Stopp. Hey, Mensch, das Kind. Wohl wahnsinnig geworden. Schlagen Sie mich rein. Noch einen Stuhl, bitte. Danke. Also, das ist jetzt die Wohnungstür. Nach der Zeugenaussage war sie mit einer Kette verschlossen, stimmt? Ja, ja. Hat jemand von Ihnen eine Uhr mit Sekundenzeiger? Ja, hier, ich habe eine. Nehmen Sie meine Stoppuhr. Schweizer Fabrikat. Die Schiedsrichter, die lassen immer über die Zeit spielen. Den Jungs muss man verdammt auf die Finger sehen. Kommen Sie her, ich leise Ihnen, weil ich Sie so erschreckt habe. Dankeschön. Also, wenn Sie so weit sind, dann stampfen Sie bitte mit dem Fuß auf. Das ist für mich das Zeichen, dass oben der Körper zu Boden fällt. Ja. Und dann stoppen Sie. Ja. Tun Sie, damit der Keks weicher liegt. Also, ich bin bereit. Ja, sofort. Bitte. Schlafzimmertür? Keine Zeitlupe. Er ist doppelt so schnell gegangen. Nein, im Gegenteil. Nein, nein. Das ist sogar viel schneller, als der alte Mann im Gerichtssaal kennt. Na bitte, bitte, ich kann auch schneller gehen. Kette? Stopp! Ja? Wie viele Sekunden? Das sind genau 37,8 Sekunden. Mama mia, die Uhr geht von. Schweizer Fabrikate sind im Allgemeinen zuverlässig. Ich will Ihnen sagen, wie es sich abgespielt haben könnte. Der alte Mann hatte am Abend den Streit zwischen Vater und Sohn gehört. Dann hat er sich ins Bett gelegt und war Stunden später wach geworden durch einen Lärm oben in der Wohnung. Dann hörte er einen dumpfen Aufprall über der Zimmerdecke, gleichzeitig den Aufschrei der Frau auf der anderen Straßenseite. Er versuchte zur Wohnungstür zu kommen und da hörte er, wie jemand die Treppe runterlief. Und dann nahm er natürlich an, es war der Junge. Genau so kann das gewesen sein. Nahm an, was wollen wir noch alles annehmen? Ich habe genug Schweinereien in meinem Leben gesehen, aber das geht mir über die Hutschnur. Jeder in diesem Raum kennt die Tatsachen. Jeder weiß, dass der Junge schuldig ist. Der Strom soll durch seinen Körper fahren. Wir lassen ihn nicht durch unsere Finger schlüpfen. Durch unsere Finger schlüpfen? Sind Sie sein Henker? Ja, in Gottes Namen ja. Sie könnte wirklich den Strom einschalten? Für diesen Halunken, da können Sie Gift aufnehmen. Ich werde mir ein Vergnügen daraus machen. Diese Gesichter kenne ich. Fangen Sie nicht mit mir an. Seit wir diesen Raum betreten haben, spielen Sie sich hier als Scharfrichter auf. Also, wer hat Sie eigentlich das so ernannt? Maul halten. Sie wollen den Jungen sterben sehen, nicht der Tatsachen wegen, sondern weil Sie es persönlich wünschen. Loslassen! Loslassen! Ich bring ihn um! Ich bring ihn um! Ich bring... Fehlt den Herrn was? Nein, nein, uns fehlt. Wir brauchen nichts. Es hat nur eine kleine Meinungsverschiedenheit gegeben. Sonst ist alles in Ordnung. Danke. Übrigens, ja? Die Dame lässt sagen, sie hat den Herrn heute gar nicht erwartet. Ja, da ist er verwechselt, Herr.
Was starrt ihr mich alle so an? Kein Mensch hat sie angeschlagen. Ich hab's ja gespürt. Sie sind übersensibel. Ich bitte die Herren vielmals um Entschuldigung. Warum sind Sie denn immer so höflich? Aus demselben Grunde, aus dem Sie es nicht sind. Wir sind doch nicht hier, um uns die Köpfe blutig zu schlagen. Wenn Sie kein Blut sehen können, dann dürfen Sie nicht zum Boxkampf gehen. Ach, das ist kein Boxkampf. Wir tragen eine Verantwortung. Wir sind hierher zitiert worden. Sie sind fremd worden. Also gut aufgerufen worden. Durch die Post. Jawohl, durch die Post. Wir sind durch die Post hierher beschieden worden, um über Schuld oder Nichtschuld eines Menschen zu entscheiden. Unser Spruch, der kostet uns nichts. Unser Spruch, der bringt uns nichts ein. Das ist doch mit einer der Gründe, warum wir stark sind. Wir sollten keine persönliche Sache daraus machen. Wir sind unabhängig. Sagte George Washington und gründete die Vereinigten Staaten. Jawohl, die Vereinigten Staaten. Und die vertreten wir hier. Das wollte ich nur sagen. Danke. Wenn jemand eine bessere Idee hat, ich hätte vielleicht ein Ideechen. Ich habe nicht groß darüber nachgedacht, aber ich will es jetzt mal den rauen Winden aussetzen. Ja, vielleicht können Sie sich etwas klarer ausdrücken. Geduld. Geduld. Nein, es ist doch nicht gut. Gewitter kriegen. Das drückt mich. Schwitzen Sie nicht? Ich? Nein. Ich schwitze nie. Wie wäre es dann, wenn wir noch mal abstimmen würden? Bruder, das ist ein Wort. Anschließend Schwurf im Freien und eisgekühlte Getränke. Herr Hauptmann? Ja, mir ist alles recht. Irgendein Einwand? Nein. Aber eine offene Abstimmung. Auge in Auge. Da kann sich keiner verstecken. Na, einverstanden oder hat jemand Bedenken? Nein. Keiner. Also, ich rufe Sie nach Ihren Nummern auf. Ich selbst stimme schuldig. Nummer 2? Nicht schuldig. Nummer 3? Schuldig. Nummer 4? Schuldig. Nummer 5? Nicht schuldig. Nummer 6? Nicht schuldig. Nummer 7? Schuldig. Nummer 8? Nicht schuldig. Nummer 9? Nicht schuldig. Nummer 10? Natürlich schuldig. Nummer 11? Nicht schuldig. Nummer 12? Nummer 12? Schuldig. Also, 6-6. Und jetzt, meine lieben Sportfreunde, beginnt die zweite Halbzeit. Sechs zu sechs. Die eine Hälfte kann nicht normal sein. Dieser Bursch und unschuldig. Da bleibt dann erst Benzin weg. Sie lassen sich von Ihren Vorurteilen beeinflussen. Aber wir müssen uns an die Tatsachen halten. Ach, kommen Sie mir bloß nicht damit. Ich bin schon ganz dösig vor lauter Tatsachen. Man kann sie drehen, man kann sie wenden. Ja, darin stimmen Sie mit diesem Herrn überein. Nur, dass Sie aus voller Lunge schreien und... Es ist wirklich sehr heiß. Soll ich ein Glas Wasser holen? Nein, danke. Das wird schon vorübergehen. Es wird immer dunkler. Es wird gleich regnen. Sie merken aber auch alles. Warte mal, darf man wissen, wieso Sie Ihr Mäntelchen plötzlich nach dem Wind gedreht haben, eh? Ja, schließlich muss man... Naja, also einerseits... Andererseits. Sie stehen doch lieber auf zwei Beinen, nicht? Natürlich, aber mein Gefühl sagt mir eben, da gibt es verschiedene Dinge, die nie so ganz klar geworden sind, nicht? Und jetzt sind Sie Ihnen klar geworden, was? Sie denken zu viel, es bekommt Ihnen schlecht, stimmt's? Also bitte, Sie haben gar kein Recht, so mit mir zu reden, nicht? Angeber! Thank you.
Der Regen regnet jeglichen Tag. Ah, Shakespeare. Kenn ich. Guter Mann. Ja, es wird uns abkühlen. Oh, heiliger Stroh sagt das. Blattert ganz hübsch. Das erinnert mich immer an das Sauwetter, das wir mal so Ende November hatten. An dem Wolkenbruch damals war alles dran. Mitten im Endspiel um die Meisterschaft der höheren Schulen. Wir lagen 7-5 im Rückstand, aber wir waren gerade am Schlag. Junge, Junge, das vergesse ich meinen Lebtag nicht. Bei uns spielte damals William Shatterey. Wer? William Shatterey. Nie gehört. Ein Bulle. Oh, sowas gibt's heute gar nicht mehr. Schau dir mal Moczewski an. Wie bitte? Ach so, das habe ich Ihnen ja noch gar nicht gesagt. Ich bin nämlich Assistent vom Cheftrainer des Inkrucime Corgel College. Oh, wir spielten wirklich prima. Der Widerstand der anderen war schon im Wanken. Ich sage Ihnen, dieser Shatterey, oh, ein Shakespeare des Baseballs. Oh. Und auf einmal, hey, hey, da gießt es wie mit Kübeln. Der reinste Weltuntergang. Ich schwöre, ich habe fast geheult. Unser Sieg wurde buchstäblich zu Wasser. Das ist eine schöne Aussicht. Seitdem werde ich immer ganz traurig, wenn ich Dings da Regen sehe. Nach dieser ergreifenden Schilderung könnten wir eigentlich wieder einen Ventilator anstellen. Ist das ein Vorschlag? Ja, ist immer noch ziemlich heiß, nicht? Ich habe da eben einen Entschluss gefasst. So kommen wir doch nicht weiter. Ich bin bereit, zum Herrn Präsidenten zu gehen und die Erklärung abzugeben, dass wir hier in der Luft hängen. Alles andere ist doch sinnlos. Ich schließe mich an. Wir können das Gericht nicht länger warten lassen. Der Junge soll sein Glück mit anderen 12 Kollegen versuchen. Einverstanden? Moment, Moment. Ich fürchte, das Gericht wird sich mit unserer Uneinigkeit nicht abfinden. Wir geben zu früh auf. Na schön. Fangen wir wieder von vorne an. Die Erde ist rund. Ich bin ganz Ihrer Ansicht. Der Junge hätte doch anderen 12 gesprochen, überhaupt keine Chance. Also was ist, wir hängen, keiner gibt nach, also schön, gehen wir zum Richter. Glauben Sie noch immer nicht, dass wir einem begründeten Zweifel genügend Anhaltspunkte bestehen? Und nicht die Spur. Entschuldigen Sie bitte, aber ist Ihnen der Begriff begründeter Zweifel überhaupt vollkommen klar? Wo soll man da nicht klar sein? Diese Immigranten, ist Rentamt sein Leben in unser Land und kommen Sie richtig hier, wieder uns schon vorschreiben, wie wir uns zu verhalten haben. Das nenne ich Chuzpe. Moment mal. Niemand in unserem Kreis fragt Sie, wo Sie hergekommen sind. Ich bin hier geboren. Oder wo Ihr Vater hergekommen ist. Vielleicht sollten wir von den Leuten, die zu unserem Leben gerannt sind, ein paar Tipps annehmen. Vielleicht können wir sogar noch von Ihnen was lernen. Aber ich bitte Sie, ich bin das ja gewöhnt. Ich danke Ihnen. Ist alles in Ordnung? Ach, nichts ist in Ordnung! So schön, ich entschuldige mich. Zufrieden? Nein. Dann nicht. Wir halten die folgenden Wahrheiten für allgemein gültig. Dass alle Menschen gleich geboren sind, dass sie von ihrem Schöpfer mit bestimmten, unverbrüchlichen Rechten begnadet sind und dass zu diesen Rechten das Leben, die Freiheit und das Streben nach Glück gehören. Ist das von Karl Marx? Nein, die Unabhängigkeitserklärung von Thomas Jefferson, wenn Sie von ihm gehört haben. Natürlich habe ich von ihm gehört. War ein Scherz. Donnerwetter, was sind Sie vom Beruf? Ich bin entlassen, weil die Fabrik vor 2 Wochen auf Vollautomatisierung umgestellt wurde. Nicht hat er was Vernünftiges zu sagen? Ja, wenn Sie nichts dagegen haben. Ja, aber bitte jetzt Tatsachen, ja? Ein sehr wesentlicher Punkt für die Anklage war die Tatsache, dass der Junge zunächst behauptet hat, er sei im Kino gewesen zur Zeit des Mordes. Und später dann konnte er sich nicht mehr an die Titel der Filme erinnern und auch nicht mehr an die Namen der Stars. Sie haben das mehrfach erwähnt. Das war das einzige Alibi, was der Junge zu bieten hatte. Leider ist er die Details schuldig geblieben. Also würden Sie sich an Details erinnern, wenn Sie Ihr Vater gerade ins Gesicht geschlagen hat? Ich meine, würde Sie das nicht aufgewühlt haben? Natürlich. Aber ich hätte mich zusammengerissen, wenn es um meinen Kopf gegangen wäre. Nein, nein, das Gedächtnis des Jungen hat ganz einfach versagt, weil er überhaupt nicht im Kino war. Ja, bitte, bitte. Also die Polizisten haben doch ausgesagt, dass sie den Jungen in der Küche verhört haben, während die Leiche seines Vaters nur ein paar Schritte von ihm entfernt im Schlafzimmer lag. Würden Sie sich auch da noch an Details erinnern? Genau, ja. Ach, das würde Sie vollkommen kalt lassen? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe lediglich gesagt, ich würde versucht haben, meinen Kopf zu retten. Ja, vor Gericht sind ihm ja auch die Titel der Filme wieder eingefallen und auch die Namen der Stars. Ein Meisterstück seines Anwalts. Es war ja auch ungeheuer schwierig festzustellen, was vor 3 Monaten in einem bestimmten Kino an einem bestimmten Abend für ein Programm gelaufen ist. Ja. Der arme Junge hatte ja von der Mordnacht bis zum Prozess nur 3 Monate Zeit, die Titel der Filme auswendig zu lernen. Nein, nein, da halte ich mich schon lieber an die Aussagen der Polizisten, die ihn 3 Stunden nach dem Mord verhört haben. Und da konnte er sich an nichts erinnern, weder an die Filme noch an die Stars. Aber
Vielleicht haben ihn ja gewisse Kurven so aufgeregt, dass eine Gedächtnislücke entschuldigt war. Darf ich Ihnen eine persönliche Frage stellen? Bitte? Wo waren Sie gestern Abend? Gestern Abend war ich zu Hause. Vorgestern Abend? Ah. Vorgestern Abend war ich in meinem Büro bis gegen 8:30. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe mich sofort ins Bett gelegt. Montagabend? Wenn Sie bis Neujahr runter haben, schicken Sie mal eine Postkarte. Also Montag? Montag. Montagabend war ich mit meiner Frau im Kino. Sind Sie sicher, dass es Ihre Frau war? Ja. Und was haben Sie gesehen? Den scharlachroten Reiter. Geben Sie sich keine Mühe. Der zweite Film? Das war die fantastische Mrs. sowieso. Mrs. Bainbridge. Ein Scheißfilm. Nicht vorsagen. Die fantastische Mrs. Bainbridge. Natürlich. Personennamen sind meine schwache Seite. Ja, ich habe den Film auch gesehen. Der heißt aber gar nicht die fantastische Mrs. Bainbridge, der heißt die ungewöhnliche Mrs. Bainbridge. Richtig. Ja. Die ungewöhnliche Mrs. Bainbridge. Ja, verzeih, danke. Und wer war die ungewöhnliche Mrs. Bainbridge? Meine Schauspielerin. Mein Gott, wie hieß die noch? Wie hieß die noch? Barbara Long Lane oder so. So ein dunkelhaariges, attraktives Girl. Sie wissen doch. Ja, ich weiß. Und wer noch? Mein Gott, lauter unbekannte Namen, wer soll sich die merken? War ein ganz zweitklassiger Film. Und Sie waren doch gar nicht aufgeregt. Nein, ganz bestimmt. Noch dazu bei. Boing. Jetzt schwitzt er. Also das wäre erledigt. Gar nichts ist erledigt. Dieser Herr hat uns restlos davon überzeugt, dass er Dienstagabend im Kino war. Montagabend. Montagabend. Am meinetwegen auf Montag. Sie können von mir aus reden, bis Ihnen die Zunge auf dem Boden hängt. Dieser Junge ist schuldig. Das ist alles, mein Freund. Wo sind denn die Hustenbonbons? Wie spät ist es eigentlich? 20 nach 6. Hey, wie das schifft. Entschuldigung. Darf ich das Moment auch nicht haben? Dankeschön. Muss ich schneiden Sie sich nicht? Bitte, meine Herren, ich darf nochmals feststellen, dass wir immer noch unentschieden stehen. Also 6-6. Ja, was nun? Hat jemand eine Idee? Ja, ich. Gehen wir Abendessen. Warten wir doch bis 7. Haben Sie keinen Hunger? Also, das lässt mir schon die ganze Zeit keine Ruhe. Da war doch noch die Sache mit der Stichwunde, nicht? Ich habe ja selber einen Stich. Darüber ist noch lang und breit verhandelt worden. Das schon, aber jetzt sind wir in Bedenken gekommen. Ja. Ich meine, hat der nur von oben nach unten gestochen? Der Junge ist doch 1,70 Meter groß und sein Vater war 1,83 Meter, das habe ich mir nämlich extra aufgeschrieben. Was ist der Unterschied? 13 Zentimeter. Ich meine, kann man jemanden von oben nach unten erstechen, der einen halben Kopf größer ist als man selbst? Warum denn nicht? Damit Sie beruhigt sind, werde ich Sie Ihnen vormachen. Bitte um ein Versuchskaninchen. Schauen Sie genau hin, ich mach's nicht zweimal. Ja. Ich bin einen halben Kopf kleiner als Sie, stimmt's? Ja, vielleicht noch ein bisschen tiefer, nicht? Noch ein bisschen tiefer, was tue ich nicht für Sie? Da haben Sie einen Stich. Von oben nach unten. So hätte ich einen Mann erstochen, der einen halben Kopf größer ist als ich. Und genauso hat es der Junge gemacht. Wenn es jemand besser weiß, bitte. Eine Sekunde, geben Sie mal her. Ich hasse diese Dinge. Ach, haben Sie jemals eine Messerstecherei mit angesehen? Nein. Doch. Ja. In der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, wusste man damit umzugehen. Komisch, heute wollte ich gar nicht mehr dran denken. Man vergisst das besser. Ach, und wie handhabt man so ein Messer? Ja, auf keinen Fall. So. Das würde zu viel Zeit gebrauchen. Sondern? So. Keiner, der jemals so ein Ding in der Hand gehabt hat, würde damit von oben nach unten stechen. Das macht nur ein Anfänger. Also bitte, bitte. Was, sind Sie da ganz sicher? Ja, ganz sicher. Warum sind Sie ja so gemacht? Ein Messerstecher als Geschworener. Junge, man wird noch von uns reden. Einer von uns hat doch vorhin gesagt, waren Sie das nicht? Mit Messern kannte sich der Junge aus. Er ist sozusagen mit Ihnen groß geworden. Er war deswegen sogar in einer Besserungsanstalt, stimmt's?
Er lässt der Einstichkanal von oben nach unten. Er stellt den Schluss zu, dass der Junge seinen Vater erstochen hat. Wenn er wirklich Bescheid wusste damit, ausgeschlossen. Sie haben anscheinend dabei gestanden, wie der Vater erstochen worden ist, was? Wer hat denn dabei gestanden? Niemand. Der Einstichkanal spielt ja nun wirklich keine so große Rolle. Auch einem geübten Messerstecher kann mal ein Malheur passieren. Einzig und allein entscheidend ist der letale Ausgang der Sache. Mich überzeugt Ihre These nicht? Überzeugt es Sie auch nicht? Ja, doch. Doch, es hat was für sich. Was? Fallen Sie auch noch um? Und Sie? These, letaler Ausgang, da soll sich ein Mensch noch auskennen. Über der ganzen Messerstecherei haben wir vollkommen die Frau auf der anderen Straßenseite eliminiert. Da, eliminiert. Ich weiß nicht, was das schon wieder heißt, aber Sie haben auf jeden Fall recht. Also, ich mach meinen Schirm zu, pinkel auf den Regen und hau ab, Herr Obmann. 7:05 für nicht schuldig. Soll das heißen, dass Sie... Kamerad, ich bin Sportsmann, man muss mit Anstand verlieren können. Ach, mit Anstand, Mensch, Sie drücken sich doch. Und dann drücke ich mich eben, ich mache mir das Leben nicht so sauer wie Sie. Was fällt Ihnen denn ein, hier von Anstand zu sprechen? Was sind Sie denn eigentlich für ein Mensch? Sie haben mit den anderen für schuldig gestimmt, nur damit Sie schneller zu Ihrem Baseballmatch kommen? Wenn das sportlich ist, dann ist das Sport ein Verbrechen. Freundchen, ich kann verdammt eklig werden. Ein Menschenleben ist kein Baseball, verstehen Sie mich? Damit zu spielen ist ein Verbrechen. Hey, so können Sie mit mir nicht reden, ja? Mir ist das alles scheißegal, verstehen Sie? Ich kann doch ganz anders mit Ihnen reden. Wenn Sie für nicht schuldig stimmen wollen, müssen Sie von der Unschuld des Jungen überzeugt sein. Oder zumindest begründete Zweifel haben. Aber nicht, weil es Ihnen scheißegal ist. Das verstehe ich unter Anstand. Da haben Sie denn kein Gewissen? Also nun mal langsam, ja? Schuldig oder nicht schuldig? Ich habe doch schon gesagt, nicht schuldig. Und warum? Weil... Ich glaube es. Ich bitte um eine neue Abstimmung. Ja, der Herr beantragt eine neue Abstimmung. Irgendein Einwand? Keiner. Bitte die Hand zu heben, nicht schuldig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gegenprobe. 9:3 für Freispruch. Drei Standhafte gegen eine Meute von Wortklauern. Vor dem Kino geht das Messer verloren, nach dem Kino geht das Gedächtnis verloren und während des Kinos, da sticht ein Wildfremder den Vater tot. Und wir sollen den ganzen Schwindel fressen. Nein, diese Gesellen brauchen gar keinen extra Grund, um jemand kalt zu machen, denen genügt ein winziger Anlass. Zum Beispiel, die sind besoffen. Und das sind doch alles Säufer und Schläger. Und plötzlich liegt einer von denen im Rinnstein tot, vielleicht. Das sind doch wilde Tiere. Was bedeutet denen ein Menschenleben? Die sind nicht so zart beseitigt wie wir. Hey, wohin? Verstehen Sie mich doch, saufen und rauchen, das ist Ihr Zeitvertreib. Und wenn er in einer Hops geht, dann geht er im Hops. Das stört die doch nicht. Natürlich gibt es auch ein paar Ausnahmen. Ich bin der Letzte, der das leugnet. Aber die meisten von Ihnen haben doch gar keine Gefühle. Denen ist alles zuzutrauen. Was ist denn eigentlich los? Ich will euch doch nur klar machen, dass ihr einen riesen Blödsinn begeht. Ihr alle miteinander, dieser Bursche ist ein Lügner. Ich weiß doch alles von denen. Was ist denn in euch gefahren? Ich rede mir den Mund fusselig und Sie, das sind doch alles Ausländer, das sind doch Halbstarke, das sind doch Kommunisten. Ihr seid mir eine feine Gesellschaft. Reißt eure Augen auf, sonst habt ihr morgen ein Messer zwischen den Rippen. 6 Tage lang habt ihr den Burschen auf der Anklagebank sitzen sehen. Hat euch sein Gesicht nicht erschreckt? Kennt ihr nicht diesen Typ? Seid ihr denn wirklich so blind? Hört mir doch endlich zu. Ich warne euch zum letzten Mal. Das ist eine Gefahr für uns alle. Dieses Gerindel kennt keine Gnade. Wenn Sie noch einmal den Mund aufmachen, schlage ich ihm die Zähne ein. Ja, wenn Sie mich auch nicht verstehen. Vorurteile spielen einem immer einen bösen Streich und verdunkeln leider die Wahrheit. Immerhin ist noch kein wirklicher Schaden entstanden, weil wir nicht mit Gewissheit sagen können, was Wahrheit ist. Ich weiß es nicht und wahrscheinlich wird es niemand jemals erfahren. Oh, Verzeihung. Danke. Aber 9 von uns scheinen doch zu fühlen, dass der Junge auch unschuldig sein könnte. Wir können uns natürlich nur an Wahrscheinlichkeiten halten, das ist eine sehr zweischneidige Sache. Wir können Unrecht haben. Es ist durchaus möglich, dass wir einen Mörder in die Gemeinschaft zurückführen. Wer kann dafür garantieren? Aber wir haben doch begründete Zweifel. Und darin liegt eine unschätzbare Sicherheit für unser ganzes System. Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Wir dürfen zweifeln. Ja, unsere Freiheit beruht darauf. Kein Geschworener in diesem Land darf einen Menschen für schuldig erklären, wenn er nicht sicher ist.
Wir Neuen, wir begreifen ganz einfach nicht, wie Sie drei so sicher sein können. Wollen Sie es das nicht erklären? Ja, gern. Ich will es versuchen. Ich persönlich glaube immer noch, dass der Junge schuldig ist. Denn die Frau auf der anderen Straßenseite hat ja den Mord mit eigenen Augen gesehen. Eben. Das ist die entscheidende Aussage überhaupt. Sie hat uns den Hergang der Tat minutiös geschildert. Sie hat genau gesehen, wie der Junge von oben das Messer seinem Vater in die Brust stieß. Selbst wenn das ein Kunstfehler gewesen sein sollte. Richtig. Vollkommen richtig. Nehmen wir diese Frau noch einmal unter die Lupe. Sie sagt aus, sie sei eine Stunde vor Mitternacht ins Bett gegangen. Ihr Bett steht direkt am Fenster. Sie kann vom Bett aus direkt in das Fenster des Jungen auf der anderen Straßenseite hineinsehen. Sie konnte nicht einschlafen und wälzte sich eine Stunde herum. Schließlich, es war 10 Minuten nach Mitternacht, hört sie das Rattern des Hochbahnzuges und dreht sich nach der Fensterseite. Und der Zug war leer und ohne Licht. So hatte sie durch die Wagenfenster eine ausreichende Sicht auf die andere Straßenseite. Und plötzlich sieht sie, wie drüben in dem erleuchteten Zimmer der Junge den Arm hebt und einen blitzenden Gegenstand auf seinen Vater niedersausen lässt. Also, diese Aussage ist nicht zu erschüttern, soweit ich das beurteilen kann. Genau. Sie haben das vollkommen richtig geschildert. Zweifeln Sie daran? Und Sie? Ja, ich weiß noch nicht. Eine Aussage jagt die andere. Sie hat immer verworren. Ja, aber dann verstehe ich offen gestanden nicht ganz, wieso Sie für nicht schuldig plädieren konnten. Wie soll man sich in diesem Labyrinth noch zurechtfinden? Viel geschehen, wen ich wolle. An wen soll man sich da halten? An die Frau natürlich. Sie hat in der frischen Tat ertappt. Alle anderen Aussagen können Sie getrost in den Müllschlucker schmeißen. Ja, vielleicht schon. Darauf wollen wir abstimmen. Bitte eine neue Abstimmung. Irgendein Einwand? Ich ändere mein Votum. Und wer schließt sich an? Er ist doch schuldig. Wir stehen 8-4. Ist denn diese eine Stimme ein solcher Triumph für Sie? Erraten! Wir sind auf dem toten Punkt. Sollen sich andere die Köpfe zerbrechen? Wir können den Richter verständigen. Ich stelle fest, dass wir auf dem toten Punkt sind. Ich warte auf ein Gegenargument. Sie haben uns das eingebrockt. Jetzt machen Sie gefälligst den Mund auf! Dann müssen wir eben wieder von vorn anfangen. Wir haben von vorn angefangen. Über einen reuigen Sünder wird bekanntlich im Himmel mehr Freude sein als über 100 Gerechte. Steht schon in der Bibel. Meine Herren, ich glaube, wir sollten uns auf eine letzte Frist einigen. Noch eine Runde. Es ist jetzt 6:30. 18.28 Uhr. Wir wollen minutiös sein. Vorhin hat einer der Herren 7 Uhr gesagt. Ich glaube, Sie waren das. Ich finde, bis dahin sollten wir uns schlüssig werden, ob wir auf einem toten Punkt sind oder... Entschuldigen Sie. Fühlen Sie sich nicht ganz wohl? Warum sollte ich mich denn nicht wohlfühlen? Ich frage nur, weil Sie eben sich die Nasenwurzel gerieben haben. Aber deshalb können Sie mich doch nicht unterbrechen. Entschuldigen Sie, aber Sie haben da eben eine Bewegung gemacht, die mich an etwas... Also ich bemühe mich, hier eine Lösung zu finden und Sie treiben physiognomische Studien. Nein, Sie missverstehen mich. Aber Sie haben mich auf etwas sehr Wichtiges gebracht. Also bitte, dann sprechen Sie. Danke. Ich bin überzeugt, Sie werden mir verzeihen. Aber es interessiert mich, warum Sie sich eben die Nasenwurzel gerieben haben. Was soll denn das? Ich spreche jetzt mit dem Herrn. Warum haben Sie eben diese Bewegung gemacht? Wenn Ihnen die Erklärung genügt, es hat mich gejuckt. Nicht, weil Ihre Brille Sie gedrückt hat? Ja, sie hat mich gedrückt. Also können wir uns jetzt mit etwas anderem befassen, ja? Danke. Ihre Brille hinterlässt diese tiefen Rillen auf der Nasenwurzel, nicht wahr? Das ist mir erst vorhin aufgefallen. Das muss sehr lästig sein. Nicht so lästig wie Ihre Fragerei. Sie müssen mir das nachsehen. Aber ich habe in meinem Leben noch nie eine Brille getragen. Meine Augen sind Gott sei Dank noch ganz gut. Dann seien Sie doch froh. Und lassen Sie schon in Ruhe mit Ihrem Optikerkram. Sie haben eine beneidenswerte Konstitution, junger Mann. Was habe ich? Entschuldigen Sie mal, ja? Die Zeugin, die den Mord gesehen haben will, hatte auch diese Rillen. Ja, wer hat richtig? Bitte, meine Herren. Bitte, einen Augenblick, meine Herren. Einen Augenblick. Ich will Sie nicht lange aufhalten. Ich weiß nicht, ob ein anderer das auch bemerkt hat. Während der Verhandlung habe ich selber kaum darauf geachtet. Aber jetzt... Jetzt sehe ich Sie wieder ganz genau vor mir. Ach bitte, nehmen Sie doch noch einmal die Brille ab, ja? Zu meiner Beruhigung. Bitte. Danke. Genau dieselben Rillen. Und während des Verhörs hat sie sich ständig die Nasenwurzel gerieben. Ja, jetzt, wo Sie das sagen. Wenn schon, es hat sie eben auch gejuckt. Wie alt schätzen Sie, kann diese Frau gewesen sein? So gut an die 50. Mindestens. Na, so sagen wir, eine gute 40erin. Mhm. Hm?
Es war ja direkt rührend zu sehen, wie sie sich bemühte, wie eine 30erin auszusehen. Haben Sie nicht die dicke Schminke bemerkt? Das Haar war frisch gefärbt und das Fähnchen funkelnagelneu. Allerdings hätte es besser für ein junges Mädchen von 17 Jahren gepasst. Und sie trug keine Brille. Woher wissen Sie denn, dass sie sonst eine Brille trägt? Bloß, weil sie sich die Nasenwurzel gerieben hat? Aber sie hatte Rillen, ich habe es gesehen. Dann hatte sie Rillen. Andere haben auch welche, sogar im Gehirn. Ich kann ihr ewiges Gebrüll nicht mehr hören. Lassen Sie ihn doch stecken. Ja, also ich muss gestehen, ich habe es auch gesehen. Er hat recht, ich habe ihr doch am nächsten gesessen. Sie hatte tatsächlich diese Dinger da. Diese Dinger da? Sie hatte gefärbte Haare und Rillen auf der Nase. Wollen Sie sie bis aufs Hemd ausziehen? Können solche Rillen von etwas anderem kommen als von einer Brille? Nein, ich glaube kaum. Schließen Sie doch nicht von sich auf andere. Ich habe keine Rillen gesehen. Aber ich. Merkwürdig, dass mir das völlig entfallen war. Und der Verteidiger? Stellen Sie den Mann doch nicht als einen kompletten Idioten hin. Warum ist denn dem das entgangen? Er hatte doch Augen im Kopf. Wir haben sich 12 Mann mit der Sache befasst. Was 11 von uns nicht bemerkt haben, das können Sie auf den Verteidiger nicht zur Last legen. Aber was ist mit dem Staatsanwalt? War es am Ende nur ein Trick von ihm, die Frau ohne Brille auftreten zu lassen? Ach, kennen Sie zufällig eine Frau, die eigentlich eine Brille tragen müsste und es aus Eitelkeit nicht tut? Ja, ich. Meine Frau. Sobald wir das Haus verlassen, oder rennst du mir ins nächste Haus rein. Ach, und das lassen Sie zu? Ich will Sie ja nicht kränken. Sehen Sie? Vielleicht war auch der Staatsanwalt ein Kavalier. Also gut, Sie haben wieder mal recht. Sie hatte Rillen auf der Nase und sie trug eine Brille. Aber sie trug sie nie außer Haus, damit die Leute hinter ihr herflüsterten, Gott, was für ein flotter Käfer. Aber als sie sah, wie der Bursche den Vater ins Jenseits beförderte, da befand sie sich in ihren 4 Wänden. Allein! Ist das klar? Behalten Sie Ihre Brille auf, wenn Sie ins Bett gehen? Aber ich bitte Sie, welcher Mensch schläft mit seiner Brille? Dann darf ich doch wohl auch annehmen, dass die Frau keine Brille aufhatte, als sie im Bett lag. Sie waren doch nicht dabei. Nein, ich nehme es an. Ich nehme auch an, dass sie sich nicht erst die Brille aufgesetzt hat, als sie sich nach dem vorüberfahrenden Hochbahnzug umgedreht hat. Denn in selben Moment geschah der Mord. Sie hatte unmöglich noch Zeit, sich die Brille aufzusetzen. Das sind alles Vermutungen. Und noch eine Vermutung. Ich billige ihr sogar den guten Glauben zu, dass sie gesehen hat, wie der Junge seinen Vater umgebracht hat. In ihrer Einbildung nämlich. In der Wirklichkeit niemals. Was sie gesehen hat, das waren verschwommene Gestalten, Schatten, keine Gesichter, Schatten. Schatten? Ich möchte wissen, wer es hier mehr einbildet, die Frau oder Sie. Sie wissen ja nicht einmal, was Ihre Brille für Gläser hatte. Vielleicht war die Frau weitsichtig. Vielleicht trug sie eine Sonnenbrille. Eitle Frauen verstecken gerne Gesicht in der Sonnenbrillen. Woher ist er allwissend? Sagen Sie mir das! Ich weiß nur, dass wir jetzt über die Sehkraft der Frau sprechen. Sehkraft? Was ist denn das jetzt wieder? Das heißt, dass die Frau das Gesicht des Jungen erkennen konnte, in einer Entfernung von 30 Metern, ohne Brille und in der Nacht. So sehen Ihre Beweise aus. Eben. Und das lag nicht für den elektrischen Stuhl. Meinen Sie? Glauben Sie nicht, dass sich die Frau getäuscht haben könnte? Nein. Ist es nicht möglich? Nein, es ist nicht möglich. Ist es möglich? Ja. Wie oft haben Sie denn jetzt schon Ihre Meinung geändert? Nur 3 Mal. Alle guten Dinge sind 3. Und Sie? Halten Sie Ihren Schuldspruch aufrecht? Ich bleibe bei meiner Überzeugung. Ich nicht. Was fällt Ihnen ein? Sie können doch jetzt nicht umfallen. Ein Schuldiger wird frei durch unsere Straßen laufen, ein gemeiner Mörder. Er wird Sie hindurch überfallen, wenn Sie von der Börse kommen, mit gefüllter Brieftasche. Wollen Sie das riskieren? Er muss sterben! Sie dürfen mich nicht im Stich lassen! Ich bedauere, ich habe begründete Zweifel. Auf einmal? Auf einmal. 11-1. Und die anderen Aussagen? Sind die auf einmal alle nichts? Das Messer und der ganze Schwindel? Die können wir jetzt in den Müllschlucker schmeißen. Das haben Sie doch selbst gesagt. Die stehen allein. Und wenn ich allein stehe? Ist mir gleich, ob ich allein stehe oder nicht. Das ist mein Recht. Es ist Ihr Recht. Ja, glotzt mich nur an. Bin ich ein Wundertier? Jetzt werde ich mit euch abrechnen. Ich. Er ist schuldig. Schuldig, schuldig! Dann bitte geben Sie uns Ihre Argumente. Die habe ich Ihnen längst gegeben, aber Sie sind taub! Wir sind nicht überzeugt. Weil Sie Recht behalten wollen! Nein, weil ich nicht Unrecht behalten will. Das ist ein großer Unterschied. Aber bitte, wir hören uns Ihre Argumente gern noch einmal an. Wir haben Zeit. Noch eine halbe Stunde. Mamma mia. Um euch zu überzeugen, braucht es ein ganzes Leben. Und nicht mal das würde reichen. Alles, jeder einzelne Punkt, der in dieser Verhandlung vorgebracht wurde, alles spricht Ihnen schuldig. Glauben Sie, ich bin ein Dummkopf? Meinetwegen. Aber dann glauben Sie doch wenigstens dem alten Mann in der unteren Wohnung. Der hat alles gesehen. Und das Messer, ist das ein Dreck? Bloß weil er auch so eins aufgetrieben hat? Der alte Mann hat den Jungen flüchten sehen durch Treppenhaus. Aber vielleicht gibt's gar kein Treppenhaus. Und was zählen schon die Sekunden, die er dazu braucht? Einen Dreck zählen die. Ihr könnt nicht beweisen, dass er nicht bis zur Tür gekommen ist. Aber das Messer, das durch ein Loch in der Tasche fiel, darauf fallt ihr rein. Und die anderen Punkte, ihr könnt hier so lange im Zimmer rumhumpeln, bis ihr genug habt. Aber Beweise, Beweise, die sehen anders aus. Und dann der Bluff mit der Hochbahn und dem Kientopf. Das ist der größte Zirkus, den ich jemals erlebt habe. Hier.
Ich wette mit euch um 500 Dollar. Ich hätte mich an die Filme erinnert, wenn ich derselben Nacht meinen Vater umgebracht hätte. Aber man hat verdreht und verdreht, bis das Gegenteil richtig war. Punkt für Punkt. Und die Brille? Das ist doch lächerlich. Die Frau hat im Gericht den Mord geschildert. Ob sie mit oder ohne Brille gesehen hat, kein Mensch weiß das. Aber Mord bleibt Mord. Der alte Mann hat den Jungen schreien hören. Und das war kein Spaß. Das sind Tatsachen. Und das sind meine Argumente. Was sagt ihr denn jetzt, ihr Schlappschwänze? So ist es doch. Das ist doch der ganze Fall. Habt ihr die Sprache verloren? Dann sagt doch endlich was. Oder bluten eure Herzen zu sehr über diesen lausigen Strolch? Ihr kriegt mich nicht unter. Ich habe ein Recht auf meine Meinung. Wir sind alle gleich geboren. Ich sage euch, er ist ein ganz verkommenes Subjekt. So hat er mich erstechen wollen. Von oben. Wäre ich ihm nicht die letzte Sekunde in den Arm gefallen, dann hätte er mich kaltblütig fertig gemacht. Dann ist er davongelaufen, der Lump. Ich habe ihn 2 Jahre nicht gesehen. Er soll verrecken, wie er es verdient hat. Er soll mir nie wieder unter die Augen kommen. Nicht schuldig. Wir wollen dem Gericht unsere Entscheidung mitteilen. Ja, bitte. Ist der Herr nicht gut? Komm, sitz. Wie heißen Sie? Miller. Walker. Wir werden uns ja nicht wiedersehen. Dieser Fall ist das schwerste Delikt, das unsere Rechtsprechung kennt. Mord ersten Grades, vorsätzliche Tötung. Sie haben die Zeugen gehört. Meine Herren, es ist Ihre Aufgabe, sich zusammenzusetzen und die Tatsachen von Ihrer Fantasie zu scheiden. Das ist Ihre Pflicht. Ein Mensch ist tot. Das Leben eines anderen liegt in Ihrer Hand. Versuchen Sie nach bestem Wissen und Gewissen, Ihren Spruch zu fällen.
Falls Sie, meine Herren Geschworenen, einen begründeten Zweifel an der Schuld des Angeklagten haben, muss Ihre Entscheidung nicht schuldig lauten. Andernfalls müssen Sie davon überzeugt sein, dass der Angeklagte wirklich schuldig ist. Halten Sie ihn für schuldig, dann darf auch das Gericht keine Gnade walten lassen. In diesem Fall verfügt das Gesetz die Todesstrafe. Aber wie immer Sie sich entscheiden, Ihr Spruch muss einstimmig sein. Sollten Sie jedoch keine Einstimmigkeit erzielen, so müssen Sie Ihren Auftrag zurückgeben und es werden neue Geschworene aufgerufen. Also einstimmig. Ist das klar? Sie stehen jetzt vor einer großen Verantwortung. Ich danke Ihnen, meine Herren. Die Ersatzmänner sind entlassen. Die Geschworenen sind zu erwarten. Mögen Sie? Hustenbonbons. Vielen Dank. Mann, ist ja noch heißer hier drin. Weil die hätten sich wenigstens eine Klimaanlage hier leisten können. Mir ist beinahe die Puste ausgegangen im Gerichtssaal. Ich habe heute Morgen den Wetterdienst angerufen. Was glauben Sie, haben Sie mir für eine Auskunft gegeben? Es wird der heißeste Tag des Jahres. Ausgerechnet, wenn ich Geschworener spielen muss. Mann. Das ist eine Affenhitze, ne? In Ordnung, meine Herren, wir sind vollzählig. Wenn Sie etwas benötigen, brauchen Sie nur zu klopfen. Wird man denn hier eingeschlossen? Das wusste ich gar nicht. Ja, natürlich schießen die uns ein. Was haben Sie gedacht? Was ist mir noch nie passiert? 6 Tage. Das hätten Sie auch in 2 erledigen können. Allerdings, musst du diese aufwachen. Meine Herren, was halten Sie davon, wenn wir einfach abstimmen? Das ist eine gute Idee. Wir sollten ihn dafür in den Senat wählen. Es ist jetzt 4.35 Uhr. Na? Was halten Sie von dem Fall? Oh Gott, ich weiß nicht. Sie haben eigentlich immer dasselbe geredet, nicht? Bravo. Ich wäre beinahe eingeschlafen. Ich bin nämlich noch nie Geschworener gewesen. Da haben Sie Glück gehabt. Mich hat's schon ein paar Mal erwischt. Und immer wieder verschlägt es einem den Atem, was so ein Anwalt alles zusammenfasst. Die reden und reden und reden. Da kann ein Fall doch so klar sein. Ich spreche von unserem Fall. Sagen Sie selbst, haben Sie schon jemals von einem Verteidiger so viel Gewäsch gehört? Naja, das schon, aber... Ich glaube, die Anwälte, die müssen das doch wohl, nicht? Die haben ja wohl das Recht dazu. Na, natürlich haben sie das Recht. Jeder hat das Recht auf ein sauberes Verfahren. Das ist so unser System. Oder wollen Sie was dagegen sagen? Nein, nein, ganz im Gegenteil. Mögen Sie husten, Mama? Nee, ich huste nicht. Manchmal kommt es mir aber vor, wir würden besser fahren, wenn wir diese laute Kerle durchprügeln würden, bevor sie uns über den Kopf wachsen. Könnte man eine Masse Zeit und Geld damit sparen. Na schön. Wie wäre es, wenn wir jetzt anfangen? Ja, wenn wir nicht drumherum kommen. Also los, starten wir. Moment. Ich schlage vor, wir machen erst mal 5 Minuten Pause. Warum denn? Jetzt schon? Ja, einer der Herren ist noch im Waschraum. Wir können von Glück sagen, dass wir einen Mordfall bekommen haben. Ja, ich hatte schon befürchtet, wir würden für Einbruch oder Erpressung so kleine Fischer herhalten müssen. Sowas kann sterbenslangweilig sein. Seien Sie mal, ist das nicht Stör? Ja, ganz klar. Sowas. Da habe ich mein ganzes Leben in dieser Stadt zugebracht. Ich bin noch nicht einmal bei Störns gewesen. Ist komisch, wie? Tja, die Sache mit dem Messer. Zu blöd, was? Erwachsene Menschen und so einen Quatsch schlucken. Was haben Sie erwartet? Das gehört zu unserem Geschäft. Da haben Sie Schnupfen. Schnupfen? Ein Niagara-Fall. Ja, nehmen Sie ihn ab mit so einer Sommerkrippe. Ist nicht zu spaßen. Ein Geschäftsfreund von mir ist vor ein paar Tagen dann gestorben. Gemütsmensch. Ist was Aufregendes? Ich habe heute noch keinen Blick in die Zeitung werfen können. Gruben mit dem Kupfer wieder 2 Cent zurückgenommen. Tendenz weiterfallen. Das habe ich kommen sehen. Ah, Sie sind aus der Industrie? Nein, Börse. Ich bin Börsenmakler. Ich habe einen Bodendienst. Wink und Ruf GmbH, wenn Sie schon davon gehört haben. Nein. Der Name war eine Idee von meiner Frau. Aha. Mein Betrieb beschäftigt jetzt 37 Leute. Ich habe mit nichts angefangen. Mhm. So, meine Herren, bitte Platz nehmen. Komm zum ersten Abendessen. Zur Abstimmung. Ist gemacht. Ich habe nämlich Karten für das Baseball-Match heute Abend. Yankees gegen Cleveland, das Spiel des Jahres. Oh, haben Sie den neuen Wunderknamen schon gesehen? Diesen, wo man mal Mojewski oder wie ausspricht. Mojewski. Ja, genau, der spielt bei uns. Ich bin nämlich Yankee, müssen Sie wissen. Ich sage dieser Mojewski, ja? Eine Rakete, ja, wenn der abschießt, dann kreist der Ball ein paar Mal um die Erde. So. Wie soll man sitzen? Naja, ich würde vorschlagen, in der gleichen Reihenfolge wie auf der geschworenen Bank. 2, 3, 4 und so weiter. Mhm. Wie geht das überhaupt? Verzeihen Sie bitte. Ja? Ach so, ja. Bitte sehr. Danke, Bess. Hat Ihnen der Staatsanwalt gefallen? Wie bitte? Ja, der Mann war unerbittlich. Wieder Punkt für Punkt. Haargenau anpeilte. Das war Maßarbeit. Ja, wie Mojewski, ne? Mojewski. Ja, sag ich doch, den müssen Sie mal spielen sehen. Alle Achtung vor dem Staatsanwalt. Hat mir sehr, sehr imponiert. Ja, er hat sich sein Geld redlich verdient. Das muss man ihm lassen. Ja, ein Topform. Genau wie mein Rolls-Royce.
Man drückt auf den Start, schon ist man am Ziel. Na, wie viele Strafzettel haben Sie schon gekriegt? Jetzt noch, Herr. Und haben Sie mal Schwein gehabt? Also los, starten wir. Moment. Wollen Sie sich nicht aufsetzen? Hallo, der Herr dort am Fenster. Wie? Darf ich Sie höflichst einladen? Oh, entschuldigen Sie. Ein harter Brocken, sich das Ganze vorzustellen. Zartes Knäblein bringt seine Zeuge um die Ecke, Penge aus alter Himmel. Allerdings, wenn man die Tatsachen analysiert... Ach was, analysiert? Das ist die Wurzel allen Übels. Man sollte sich in Dreck um sie schämen. Moment, ja. Da fehlt doch immer noch jemand. Der alte Herr ist noch draußen. Ach, würden Sie bitte mal an die Tür klopfen. Sie sind doch auch für Yankees, klar, nicht? Nein, Baltimore. Für wen? Baltimore. Baltimore? Nein. Das ist das Schlusslicht. Die steigen dieses Jahr ab. Na, junger Freund, die Packung, die Baltimore bei uns bezieht, die möchte ich nicht nach Hause schleppen. Baltimore, dieser Flaschenverein. Wenn Sie Moczewski mal gesehen hätten, dann würden Sie Baltimore nicht mehr in den Mund nehmen. Moczewski. Das ist egal, wie er heißt. Ja, also bitte, wir sollten nun endlich anfangen. Baltimore, hier. Bitte um Entschuldigung, meine Herren, wenn ich Sie aufgehalten haben sollte. Sie sind entschuldigt, bitte erzählen. Ja, also. Ich überlasse es ganz Ihnen, meine Herren, wie wir vorgehen wollen. Ich meine, ich will keine Regeln aufstellen. Vielleicht diskutieren wir erst den Fall und stimmen dann ab. Das wäre eine Möglichkeit. Bitte, bitte, bitte. Wir können auch gleich abstimmen. Da wissen wir, woran der Sinn läuft. Das wäre gleich ja, das wär's. Es ist im Allgemeinen üblich, zunächst einen Test vorzunehmen. Ja, testen wir gleich. Manchmal schießen Besen und dann können alle abhauen. Bitte, bitte, wie Sie wünschen, meine Herren. Nur, wir wollen nicht vergessen, dass wir es mit einem Mord ersten Grades zu tun haben. Stimmen wir schuldig? Schicken wir den Angeklagten auf den elektrischen Stuhl, so schaut es das Gesetz vor. Haben wir dann gehört. Ja, worauf warten wir noch? Stimmen wir doch ab. Also, Herr Hoch, das Resultat ist klar. Moment. Irgendein Einwand? Gut, das Resultat muss 12-0 sein. So oder so. Sind wir soweit? Gut. Alle, die für schuldig stimmen, das suche ich hier anzuheben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, also. Also 11 Stimmen für schuldig. In Ordnung. Nicht schuldig? Eine. Klar. 11-1 für schuldig. Jetzt wissen wir, woran wir sind. Junge, Junge, einer muss doch immer aus der Reihe tanzen. Junge, was jetzt? Nun, ich denke, wir sprechen jetzt über die Sache. Sie können so bleiben. Das ist die Höhe. Glauben Sie wirklich, der ist unschuldig? Ich weiß es nicht. Seien wir doch mal vernünftig. Sie haben doch im Gerichtssaal gesessen und genau dieselben Dinge gehört wie wir alle. Der Bursch ist doch ein gemeingefährlicher Mörder. Das haben Sie ihm doch angesehen. Er ist 19 Jahre alt. Alt genug, um seinen Vater zu erstechen. 10 Zentimeter tief in die Brust. Der Fall liegt eigentlich klar. Ich war eigentlich, ja, ich war vom ersten Tag an überzeugt, dass... Ja, Sie waren nicht der Einzige. Der Fall ist doch nun wirklich bis in die letzte Einzelheit aufgeklärt worden. Die haben sich doch so viel Mühe gegeben, es uns zu beweisen. Wieder, wieder. Das soll der nicht am Ende gescheiter sein als die studierten Richter? Niemand verlangt das von Ihnen. Ja, was wollen Sie denn noch? Ich möchte nur darüber sprechen. Was soll denn dabei rauskommen? Ja. 11 der Anwesenden sprechen in Schuld, ist genug gesprochen. Nicht einer hat die geringsten Bedenken, bis auf Sie. Eine Frage. Bitte? Glauben Sie dem Jungen ein Wort? Ich weiß nicht. Vielleicht glaube ich ihm nicht. Ja, dann verstehe ich noch weniger, warum Sie für nicht schuldig gestimmt haben. 11 haben ihn schuldig gesprochen. Ich kann nicht so einfach meine Hand heben und jemanden in den Tod schicken. Also, ich muss erst darüber sprechen. Sie hören sich wohl gerne selber reden. Aber mal den Ball abfangen. Also, für mich ist der Kerl schuldig. Und wenn Sie 100 Jahre alt werden, meine Meinung werden Sie nicht ändern. Huck, ich habe gesprochen. Ich will Ihre Meinung auch gar nicht ändern. Aber schließlich entscheiden wir doch hier über ein Menschenleben, nicht wahr? Also, bitte, angenommen, wir haben Unrecht. Angenommen, das ganze Gerichtsgebäude fällt mir auf den Kopf. Ja, annehmen kann man alles. Oder habe ich Unrecht? Nein, 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 Sie haben Recht. Na, sehen Sie. Was macht es für einen Unterschied, wie lange ich dazu brauche? Ich heb meine Hand, weil ich überzeugt bin. Wir sind eben alle einfach überzeugt. Also ich brauche dazu nicht mal 5 Minuten. Ich brauche dazu vielleicht eine Stunde. Neuer Baseball-Match geht ja nicht vor 8 Uhr an. Man muss aber rechtzeitig den Platz belegen. Waren Sie überhaupt schon mal bei so einem Match? Nein. Na, aber mit drin. Jetzt machen Sie mal einen Punkt. Jetzt spricht Vater. Ah, da wollen mich nur auf den Arm nehmen. Ne? Darauf falle ich nicht rein. Baltimore. Hm? Will noch jemand etwas sagen? Sie? Ich? Nein, nein, ich nicht. Ich wollte mich nicht. Ich habe nichts dagegen, dass wir noch eine Stunde hier bleiben. Idiot. Entschuldigen Sie. Das ist mir nur so rausgerutscht. Bitte tun Sie sich keinen Zwang an. Ich nehme Sie beim Wort. Ich habe da gestern Abend einen guten Witz gehört. Also dazu sind wir ja nun nicht hier. Gut, gut. Klären Sie mir auf, warum wir hier sind. Oder wissen Sie das selber nicht? Ich weiß nur, dass der Junge sein Leben lang herumgestoßen worden ist. Er ist in einem Elendsviertel aufgewachsen und hat früh seine Mutter verloren. 9 Jahre war er damals alt.
Und dann hat man ihn für anderthalb Jahre in ein Waisenhaus gesteckt, weil sein Vater eine Gefängnisstrafe absitzen musste. Wegen Scheckfälschung, stimmt's? Tja, das ist kein gutes Sprungbrett fürs Leben. Unsere Waisenhäuser sind okay, wir zahlen Steuer dafür. Mit Steuern kann man aber kein Elternhaus ersetzen. Unsere Waisenhäuser sind doch die Kasernen so unpersönlich. Sie haben wohl nie gedient. Ich bin zweimal verwundet worden. Also wir haben gehört, dass der Junge viel herumgestoßen und viel geprügelt worden ist. Schade um jeden Schlag, der vorbeigegangen ist. Aber wissen Sie auch, wer ihn alles geschlagen hat? Nicht nur sein eigener Vater oder die sogenannten Erzieher oder der Waisenhausvater? Nein, mein Herr. Jetzt bin ich aber gespannt. Wir? Ah. Ja, 19 erbärmliche Jahre sind eben nicht spurlos an dem Jungen vorübergegangen. Er ist verbittert. Eben, und deswegen schulden wir ihm ein paar Worte. Das ist alles. Ich bin gerührt. Also denken Sie von mir, was Sie wollen, aber wir schulden dem nicht so viel. Er hat ein sauberes Verfahren bekommen. Glauben Sie vielleicht, dass es umsonst? Soll froh sein, dass wir so freigebig waren. Stimmt's? Wir sind doch keine Quäker. Wir haben die Tatsachen gehört. Und jetzt wollen Sie uns weismachen, dass wir dem Bürschlein glauben sollen? Mir kann der nichts vormachen, nicht so viel. Nicht der Schwarze unter dem Nagel, glaube ich dem. Ich habe lange genug unter Ihnen gelebt. Ich kenne Sie auswendig. Das sind geborene Verbrecher. Alle durch die Bank. Untermenschen. Untermenschen. Ja, mir können Sie das glauben. Es ist möglich. Aber es ist entsetzlich, so etwas zu denken. Gibt es tatsächlich geborene Verbrecher? Ist denn das Verbrechen typisch für eine bestimmte Klasse? Seit wann? Und wer, das sagen Sie mir bitte, wer hat schon ein Monopol auf die Wahrheit? Sie vielleicht? Quatsch, wir brauchen keine Sonntagspredigt. Entschuldigen Sie, aber die Ansichten dieses Herrn scheinen mir denn doch recht gefährlich. Erlauben Sie mal. Gefährlich oder nicht? Wir müssen doch unser Geschäft zu Ende bringen. Aber wozu denn die Aufregung? Es sind die Puffreis, meine Herren. Das ist nur eines von den Erzeugnissen, für die ich mir in meinem Reklamebüro den Kopf zerbreche. Puffreis zum Frühstück, sagt schon Plato, macht stärker als die ganze NATO. Oh. Dieses Lohn ist meine ureigenste Erfindung. Mein Chef hat mir sogar Gehaltszulage bewilligt. Muss einem einfallen, nicht? Ja, ja. Das muss einem einfallen. Ja, auch mit Puffreis werden wir nicht weiterkommen, wenn wir es nicht benehmen können. Ja, einverstanden. Ich bin auch für Benehmen. Meine Herren, diese Diskussion wird nur fruchtbar sein, wenn wir uns eisern an Tatsachen halten. Ja, das ist ein sehr guter Vorschlag. Irgendein Einwand? Sie? Wenn die Herren nichts dagegen hätten, möchte ich gerne den Ventilator abstellen. Aber es hat mir in den Nacken gezogen. Kein Wunder, wenn man sich hier den Tod holt. Meine Herren, bitte, bitte, wir haben doch alle das gleiche Interesse. Wir wollen uns einigen. Schließlich können wir doch nicht ewig hier herumsitzen. Ja, vielleicht könnte der Herr da unten, der da nicht mit uns übereinstimmt, uns dabei etwas behilflich sein. Ja, oder wissen Sie, was er eigentlich will? Er wäre es doch leichter, ihm zu beweisen, dass er auf dem Holzweg ist. Ja, was kritzeln Sie denn da? Wollen Sie einen schriftlichen Antrag stehen oder was machen Sie da? Hallo? Hey! Bitte, zeigen Sie bitte. Oh, pardon. Ich habe mir das so angewöhnt. Beim Kritzeln fällt mir immer etwas ein. Ach. Ja. Ja, das wäre vielleicht eine Idee. Lassen Sie mich bitte noch eine Sekunde nachdenken. Bitte. Oh. Ja, natürlich. Es ist unsere Aufgabe, diesen Herrn hier zu überzeugen, dass wir im Recht sind und er im Unrecht. Vielleicht könnte jeder von uns ein oder zwei Minuten darauf verwenden. Wie finden Sie das? Naja, das ist gar nicht so übel. Bis dann, bis dann. Ja, also dann einmal um den Tisch herum. Zwei Minuten pro Kopf. Da fangen Sie mal an. Kannst du es? Ja. Ja, was soll ich sagen? Das ist gar nicht so leicht, ne? Naja, der ist sicher schuldig, nicht? Das ist ja von Anfang an klar gewesen. Und einen Gegenbeweis hat bisher auch niemand erbracht. Den braucht auch niemand zu erbringen. Die Beweislast obliegt allein dem Gericht, so steht es in unserer Verfassung. Sie brauchen das nur nachzulesen. Ja, ich meine, das weiß ich schon. Ich wollte ja auch nur sagen, na eben, nicht? Der Mann ist schuldig. Es gibt ja auch jemand, der die Tat gesehen hat. Endlich! Sprechen wir endlich über Tatsachen. Lassen wir die persönlichen Gefühle zu Hause. Das ist ein alter Mann, der im zweiten Stock wohnt, direkt unter dem Mordzimmer. Kurz nach Mitternacht hörte er Lärm in der oberen Wohnung. Er hat ausgesagt, es habe sich wie ein Kampf angehört. Und dann habe der Junge laut ausgerufen, ich bring dich um. Er hat es deutlich verstanden. Eine Sekunde später fiel ein Körper zu Boden. Der Mann rannte zur Wohnungstür und sah hinaus. Und was sah er? Das Bürschchen. Er rannte die Treppe runter und aus dem Haus. Dann holte der Mann die Polizei. Sie fanden den Vater mit einem Messer in der Brust. Und der Gerichtssatz stellte fest, dass der Tod um Mitternacht eingetreten sein muss. Das sind Tatsachen. Tatsachen lassen sich nicht widerlegen. Der Junge ist schuldig, da gibt es nichts zu rütteln. Bin ich so sentimental wie ein gewisser Herr? Mir ist auch klar, dass der Junge erst 19 ist, aber das schützt ihn nicht davor, dass er für seine Tat bezahlen muss. Genau. Zwei Minuten, sehr gut. Ja, danke. Der Nächste. Ja, für mich hat nie ein Zweifel darüber bestanden, dass die ganze Geschichte, die der Junge uns da aufgetischt hat, doch reichlich fadenscheinig ist.
Er behauptet, er sei zur Zeit des Verbrechens in einem Kino gewesen. Aber schon 3 Stunden später kann er sich nicht mehr erinnern, welche Filme er gesehen hat. Sogar die Namen der Stars waren ihm entfallen. Das ist doch zumindest merkwürdig. Und die Frau auf der anderen Straßenseite? Wenn Ihre Aussage nicht beweist, dann können mir alle Beweise gestohlen bleiben. Ja, allerdings, die Frau auf der anderen Straßenseite hat doch als Einzige den Mord mit angesehen. Der Reihe nach, wenn ich bitten darf. Verzeihung. Moment, hier liegt eine Frau in ihrem Bett, die nicht einschlafen kann. Wo? Der Frau kann geholfen werden. Sie erstickt fast vor Hitze. So war es doch. Jedenfalls steht sie am Fenster und sieht gerade noch, wie das Söhnchen dem Vater das Messer in die Brust stößt. Es ist 10 Minuten nach Mitternacht auf die Sekunde. Der Beweis ist lückenlos. Die Frau kannte diesen Burschen seit seiner Geburt. Sein Fenster liegt schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite, jenseits der Schienen der elektrischen Hochbahn. Und sie hat unter Eid ausgesagt, dass sie den Mord gesehen hat. Ja, durch die Fenster eines vorbeifahrenden Hochbahnzuges. Richtig, aber der Zug war leer und fuhr in Richtung City. Er war unbeleuchtet, wenn Sie sich erinnern. Und die Sachverständigen haben uns bewiesen, dass man nachts durch die Fenster eines vorbeifahrenden Hochbahnzuges sehen kann, was auf der anderen Seite vorgeht. Sie haben es uns bewiesen. Eine Frage. Sie trauen dem Jungen nicht. Und was veranlasst Sie eigentlich, der Frau zu trauen? Die stammt doch aus demselben Milieu. Sie sind ein ganz geriebener Gauner. Aber, meine Herren, immer mit der Ruhe. Lassen Sie noch reden, tief durchatmen, entspannen. Er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, Sie werden schon sehen. Gut, wir sind auch nicht hier, um uns zu streiten. Also, wer kommt jetzt dran? 5. Ja, los bitte, Sie haben 2 Minuten. Ja, ich hatte so ein Gefühl... Lauter! Ich verzichte, ich gebe das Wort weiter. Na, das steht Ihnen frei. Dann der Nächste, bitte. Ich weiß nicht. Vorhin war ich ganz sicher. Ich frage mich bloß, das Motiv ist doch eigentlich die Hauptsache, denke ich. Wo es kein Motiv gibt, da gibt es auch keinen Fall. Das Motiv beschäftigt mich. Zum Beispiel die Aussage der Leute, die Flur an Flur mit dem Burschen wohnten, das hat mich immerhin überzeugt. Die sagten doch da was von einer Auseinandersetzung zwischen dem Vater und dem Jungen so gegen 7 abends. Aber ich kann mich auch irren. Nein, es war 8 Uhr abends. Die Nachbarn hörten einen Streit, aber sie konnten nicht verstehen, worum es ging. Dann wollen sie auch noch gehört haben, wie der Vater dem Jungen ins Gesicht schlug. 2 Mal. Ja, und zum Schluss sahen sie dann den Jungen wütend die Wohnung verlassen, ne? Was beweist das? Das beweist gar nichts. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass es etwas beweist, aber das ist noch nicht alles. Doch, Sie haben gesagt, dass sich daraus ein Motiv für den Mord ergeben könnte. Genauso wie der Staatsanwalt. Also, ich habe das Gefühl, dass das kein sehr stichhaltiges Motiv ist. Der Junge ist in seinem Leben so viel geprügelt worden, dass Prügel sozusagen sein tägliches Brot waren. Verstehen Sie, es überzeugt mich nicht, dass ihn das in 2 Ohrfeigen plötzlich derartig reizen soll, dass er deswegen gleich zum Mörder wird. Es können 2 zu viel gewesen sein. Für jeden ist das Maß einmal voll. Ja, haben Sie noch was? Nein. Okay. Nun Sie. Hallo, Sie. War ich? Ja. Also ich schwitze. Und damit ist praktisch schon alles gesagt. Deswegen können wir nicht bis morgen früh darüber reden. Ist doch immer der gleiche Schwindel. Der Junge hat es doch faustdick hinter den Ohren. Daher. Schauen Sie mal den Lebenslauf von diesem Unschuldsengel an. Ein einziger Slalom nach Sing Sing. Mit 10 Jahren vom Jugendrichter, weil er mit dem Stein einen Bock an ein Loch in den Kopf geschmissen hat. Was ihm nicht mal übel nehme. Mit 15 in der Besserungsanstalt. Autodiebstahl in Tateinheit mit Trunkenheit am Steuer. Wieder ging er hops. Dann noch 2-mal wegen Messerstecherei geschnappt. Ja, mit Messer weiß er Bescheid, hat der Präsident selber festgestellt. Junge, ein sauberes Früchtchen. Seit seinem 5. Lebensjahr ist er von seinem Vater tagtäglich misshandelt worden. Das hat der Präsident auch selber festgestellt. Mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Den hätte ich auch verdammt, den Missbock. Und wie? Aber so sind die Strolche heutzutage. Als ich in seinem Alter war, habe ich meinen Vater mit Sie angeredet. Das war damals bei uns so Sitte. Wer von diesen Kerlen redet heute seinen Vater mit Sie an? Ich glaube, die Väter legen wohl heute auch kaum mehr Wert darauf. Och, haben Sie eine Ahnung. Ich habe 3 Söhne. Sie Ärmste. Ich habe nur einen, aber das langt. Er ist jetzt 21. Soll ich Ihnen mal was erzählen? Als der Neunweiser von der Schlägerei getürmt, Kameraden in seinem Alter. Ich kam gerade dazu. Ich habe mich so für ihn geschämt, dass ich ihn am liebsten verleugnet hätte. Nachher habe ich mir vorgeknöpft und ihn ins Gewissen geredet. Bürschchen, habe ich gesagt, ich werde noch einen ganzen Kerl aus ihm machen oder ich zerquetsche dich zwischen den Fingern. Und Sie können dich drauf lassen, ich habe einen aus ihm gemacht. Also 16 Mal, da haben wir zusammen geboxt. Der schlug mir das Auge auf. Ich habe geblutet wie ein Schwein. Der hat Bärenkräfte. Schauen Sie sich den an. Mhm. Oh, das sieht aber sehr gut aus. Ja. Sie können ja mal mit ihm boxen. Er haut sich zusammen wie nichts. Da gibt man alles her, um was aus ihm zu machen. Und wie danken Sie seinem? Seit 2 Jahren habe ich nicht mehr. Er ist erledigt. Machen wir weiter. Naja, ich fürchte, wir reden hier aneinander vorbei. Der Junge ist das Produkt einer verseuchten Umgebung. Oder, wie Sie vorhin sagten, eines verseuchten Milieus. Wir können daran nichts ändern. Unsere Aufgabe ist lediglich zu entscheiden, ob er schuldig oder unschuldig ist. Die Gründe, warum er so aufwuchs, haben wir nicht zu untersuchen. Das müssen wir schon den Sozialfürsorgern überlassen.
Er ist in einem Elendsviertel zur Welt gekommen und Elendsviertel sind nun einmal Brutstätten für Verbrechen. Wir wissen es alle. Es ist kein Geheimnis, dass die Kinder aus solchem Sumpfboden unsere Gesellschaftsordnung aufs Schwerste gefährden. Und deshalb glaube ich... Sagen Sie das noch einmal. Man kann es nicht oft genug sagen, Kinder, die aus einem solchen Boden hervorkriechen, sind Abfall, nichts als Abfall. Auf den Müllhaufen damit, ich kann sie nicht riechen, ohne dass mir schlecht wird. Soll ich doch wieder einen Ventilator anstellen? Ich habe mein ganzes Leben in so einem Viertel zugebracht. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe in Hinterhöfen gespielt, wo es nach Abfall stank. Vielleicht rieche ich noch immer. Sie sollen das Maul halten, mein Gott, Junge. Das geht zu weit, meine Herren. Bitte nicht persönlich werden. Das müssen Sie doch ihm sagen. Ihm müssen Sie das sagen, nicht mir. Das ist doch kein Grund zur Aufregung. Hat er nicht Sie persönlich gemeint? Und doch nicht gleich so empfindlich sein. Das kommt immer darauf an, was man erlebt hat. Danke. Ja, also vielleicht könnten wir jetzt endlich mit der Zankerei aufhören. Es kostet doch nur unsere Zeit. Ja, Sie sind jetzt dran. Bitte beeilen Sie sich. Wer, ich? Ja. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich mich auch äußern soll. Ich dachte, Sie alle wollten mich überzeugen. Das war doch Ihre Idee, nicht? Natürlich war es meine Idee. Meine Idee, deine Idee. Was ist denn der Unterschied? Er hat uns hier eingesperrt, jetzt soll er Farbe bekennen. Moment mal, Moment. Wir haben uns doch geeinigt, dass wir die Reihenfolge einhalten. Darauf möchte ich bestehen. Sie sind jetzt nicht dran. Also gut, da bin ich eben noch nicht dran. Sie benehmen sich wie ein Greenhorn. Greenhorn? Was wollen Sie damit sagen? Raten Sie mal. Grün wie der Heide und Horn wie das vom Ochsen. Aber das Ganze ist keine Beleidigung, sondern nur ein zusammengesetztes Wort. Gut, ich nehme Ihre Entschuldigung an. Also, ich bemühe mich hier so etwas wie eine Geschäftsordnung einzuführen. Ich sehe mich in der Minderheit. Ich fordere den Herrn, der mich ein Ochsen genannt hat, trotz seines Rückziehers auf, meinen Platz einzunehmen. Da kommt ihm zu. Machen Sie sich doch nicht mausig. Aha, der Herr wird sich offenbar vor der Verantwortung drücken. Bitte, ich lege mein Amt nieder. Wir sind ja mit Ihrer Geschäftsführung ganz einverstanden. Sie haben bloß ein bisschen schwache Nerven. Schwache Nerven? Bitte, hier ist mein Platz. Er ist frei. Ich weiche den stärkeren Nerven. Na, bequemen Sie sich schon, Herr Obmann. Wir sind alle sehr neugierig zu sehen, wie Sie den Laden in Schwung bringen. Also gut, ich nehme den Ochsen auf mich und Sie bleiben Obmann, ne? Ist das eine Idee? Sie halten das wohl für komisch. Das ist doch alles so unwichtig. Unwichtig, ja, bitte versuchen Sie es doch. Kein Mensch will Sie verdrängen. Sie machen Ihre Sache doch großartig. Ja, aber großartig. Kommen Sie, lassen Sie doch mal. Wenn ich bald zu Ende komme, dann fangen die tatsächlich noch ohne mich an. Dann müssen Sie sich bei dem Herrn bedanken. Na, reden Sie schon. Ich wollte nur Ihre Unterhaltung nicht stören. Ja, niemand stört hier, der uns weiterbringt. Also, ich bilde mir nicht ein, mehr zu wissen als Sie, natürlich. Zeugenaussagen sieht alles wirklich so aus, als ob der Junge schuldig wäre. Davon reden wir jetzt seit einer Stunde. Was wollen Sie denn noch? Ja, es ist ja durchaus möglich, dass er schuldig ist. Ich habe genauso wie Sie 6 Tage im Gerichtssaal gesessen und zugehört, wie die Beweise zusammengetragen wurden. Und dabei passte alles so haargenau zueinander, dass mir beinahe unheimlich wurde. Und da sind mir plötzlich Bedenken gekommen. Vielleicht grundlos, aber ein Gefühl werde ich nicht los. Der Verteidiger hat die Zeugen nicht so ins Kreuzverhör genommen, wie das seine Pflicht gewesen wäre. Ja, in manchen Fällen hat er sogar sehr bald kapituliert. Wenn ich an der Stelle des Jungen gewesen wäre, ich hätte einen anderen Offizialverteidiger verlangt. Und wenn es um meinen Kopf gegangen wäre, ich hätte diesen Anwalt abgelehnt. Ich hätte ihn zumindest aufgefordert, die Zeugen doch ganz anders in die Zange zu nehmen. Zum Beispiel die Frau auf der anderen Straßenseite, die den Mord gesehen hat. Oder den alten Mann, der den Mord nur gehört hat und dann gesehen hat, wie der Junge weggelaufen ist. Ich war von dem ganzen Gebäude der Indizienbeweise waren diese beiden Aussagen noch sozusagen das Fundament für die Anklage. Nun mal angenommen, schon in diesem Fundament steckt da ein Fehler. Was nennen Sie Fehler? Wozu hat man überhaupt Zeugen? Sie könnten sich ja immerhin geirrt haben. Sie sind vorher vereidigt worden, da irrt man sich nicht so leicht. Zeugen sind Menschen und Menschen machen Fehler. Sie könnten sich nicht geirrt haben? Kaum. Nein, nein, ich halte es für ausgeschlossen. Können Sie einen Eid darauf leisten? Warum denn gleich einen Eid? Kein Mensch weiß etwas genau, hat schon mal ein alter Grieche gesagt. Sehen Sie? Und darauf hat er Gift genommen. So verstehen wir es schon viel besser. Wir wollen sicher philosophieren, oder was hat es mit unserem Fall zu tun? Hat man das Messer in der Brust des Vaters gefunden oder nicht? Also bitte, meine Herren, eins nach dem anderen. Verschiedene von uns haben sich ja noch gar nicht geäußert. Naja, du, nicht Sie waren ja schon dran, nun schweigen Sie mal ein bisschen. Also was ist mit dem Messer? Sie wissen, dass der Junge gestanden hat, er habe es in der Mordnacht gekauft. Darüber wollen wir uns mal unterhalten. Bitte, gern. Vielleicht können wir uns das Messer bringen lassen. Ich würde es gerne noch mal sehen. Ist das möglich? Ja, ist das notwendig? Ja, ich glaube schon. Ja, wozu denn? Wir wissen doch alle, wie es aussieht. Das ist doch nichts als Verschleppungstaktik. Nein, nein, der Herr kann verlangen, dass man ihm das Kopf und den Geheimen vorlegt. Bitte? Wir benötigen Beweisstück Nummer 1, das Messer. Nein, das Messer und die ganzen Umstände, unter denen es gekauft wurde, scheinen mir ein sehr starkes Indiz zu sein. Indiz, schon wieder ein Fremdwort. Bitte. Bitte, lassen Sie uns noch einmal untersuchen, ob in diesem Fundament tatsächlich ein Fehler steckt. Erstens. Der Junge gibt zu, in der Mordnacht um 8 Uhr abends das Haus verlassen zu haben, nachdem er vorher mehrfach von seinem Vater geschlagen worden war. Er sagt aber gar nicht geschlagen. Warten Sie mal, wie drückt er sich noch aus? Er sagte, weggestoßen, ja, weggestoßen. Das ist nicht dasselbe. Bitte sehr, ich korrigiere mich. Der Vater hat ihn handgreiflich berührt. Ist das korrekt? Ja. Zweitens, der Junge geht unmittelbar danach in einen Trödlerladen, nur ein paar Schritte von seinem Hause entfernt,
Dort hat er dieses, wie nennt man die Dinger, Springmesser, glaube ich, nicht? Mhm. Klappmesser. Klappmesser, richtig. Dort hat er also dieses Klappmesser gekauft. Auch klar. Drittens, es handelt sich dabei nicht um eines der üblichen Messer. Es hat einen ganz besonders merkwürdig geschnitzten Griff, ja, soweit ich gesehen habe. Ja, ja. Viertens, der Ladeninhaber, Jude und Ausländer natürlich. Natürlich. Bitte? Wieso ist das natürlich? Oh, Verzeihung. Entschuldigung, es tut mir leid. Der Ladeninhaber hat nach seiner zwangsweisen Vorführung das Messer wiedererkannt und ausgesagt, es sei das einzige Stück gewesen, das er von dieser Sorte am Lager hatte. Fünftens, gegen 8.45 Uhr trifft der Junge ein paar Freunde vor seiner Stammkneipe. Habe ich einen Fehler gemacht? Nein, Sie waren sehr genau. Er bleibt mit seinen Kumpanen etwa eine Stunde beisammen, verlässt sie demnach gegen 9.45 Uhr. Er hat ihnen das Messer gezeigt. So haben sie jedenfalls ausgesagt. Sechstens, jeder von ihnen hat es vor Gericht wiedererkannt. Es war die Mordwaffe. Siebtens, der Junge kommt um 10 Uhr abends heim. Und das ist jetzt der Punkt, in dem sich seine Lesart von der des Gerichts wesentlich unterscheidet. Er behauptet, er sei bis 11.30 Uhr zu Hause geblieben und dann in eines dieser Kinos gegangen, die ganze Nacht spielen. Ja. Erst gegen morgen um 3.15 Uhr will er wieder nach Hause gekommen sein. Er fand seinen Vater tot vor und die Polizei nahm ihn mit. Was ist jetzt mit dem Messer? So. Er behauptet, es sei ihm durch ein Loch in seiner Rocktasche herausgefallen, zu einem unbestimmten Zeitpunkt zwischen 11.15 Uhr und 3.15 Uhr, auf dem Weg ins Kino oder vom Kino, auf jeden Fall unwiederbringlich verloren. Meine Herren, sehr schlecht davon. Ich glaube, dass der Junge überhaupt gar nicht im Kino war. Ja, ja, sag mal, kein Hausbewohner hat ihn um 11.30 Uhr weggehen sehen. Kein Mensch im Kino hat sich an ihn erinnern können, weder das Personal noch die Besucher, soweit sie sich gemeldet haben. Und er selber hat die Titel der Filme vergessen, die er unmittelbar vorher gesehen hat. Ich werde Ihnen sagen, wie sich das abgespielt hat. Der Junge ist überhaupt zu Hause geblieben. Es hat wieder Krach gegeben mit seinem Vater. Kurz nach Mitternacht hat er ihn dann erstochen und ist geflüchtet. Es ist ihm gerade noch eingefallen, dass er ja die Fingerabdrücke auf dem Messer beseitigen musste. Ja, danke schön. So sehe ich den Fall. Aha. Hier kommt über Beweisstücke. Ja, bitte haben Sie das mal so. Darf ich das mal einen Moment haben? Ja, bitte sehr. Ja. Danke. Bitte. Von allen einschlägigen Zeugen als Eigentum des Jungen wiedererkannt. Aber es fiel ihm ja durch ein Loch in seiner Rocktasche. Der große Unbekannte liest es von der Straße auf, geht schnurstracks in die Wohnung des Vaters und ersticht ihn. Das ist Ihre Logik, mein Herr. Und das soll ich Ihnen abkaufen. Das sollen Sie gar nicht. Ich habe ja nur von der Möglichkeit gesprochen, dass der Junge das Messer verloren hat und dass ein anderer seinen Vater mit einem ähnlichen Messer erstochen hat. Mit einem ähnlichen Messer? Ja. Bitte. Haben Sie jemals so einen Griff gesehen, mein Herr? Nein, vollkommen. Also ich jedenfalls nicht. Sogar der Trödler hat zu Protokoll gegeben, dass es ein einmaliges Exemplar gewesen sei. Nein, nein, diese Duplizität der Fälle scheint mir doch etwas an den Haaren herbeigezogen. Das können wir Ihnen zu meinem großen Bedauern nicht abnehmen. Das habe ich auch gar nicht erwartet. Ich sage ja nur, dass es möglich ist. Aber nein, es ist unmöglich! Das ist ein Ei. Wo haben Sie das her? Ich bin gestern Abend nach der Verhandlung noch spazieren gegangen, um alles noch einmal zu überdenken. Dabei habe ich mich auch in dem Viertel umgesehen, wo der Junge lebt. Drei Häuserblocks von seiner Wohnung entfernt ist eine kleine Pfandleihe. Da habe ich das Messer gefunden. Es kostet $2. Es ist gesetzlich verboten, solche Messer zu kaufen oder zu verkaufen. Es ist mir bekannt. Ich habe das Gesetz übertreten. Gratuliere. Sie haben einen tollen Coup gelandet. Mit dem Trick können Sie auftreten. Aber bewiesen haben Sie damit gar nichts. Vielleicht gibt es 10 Messer von der Sorte. Na und? Ja eben. Vielleicht gibt es 10. Ja, was heißt das alles schon? Das gleiche Messer. So ungeheuer, was? Leider ändert es nichts an der Tatsache, dass es noch immer ziemlich unglaubwürdig bliebe, dass ein anderer den Mord mit einem ähnlichen Messer begangen hätte. Ja, es ist doch möglich. Aber unwahrscheinlich. Also heißt das nur ja oder nein? Ich kann doch nicht die ganze Nacht in dieser Quasselbude hocken. Es ist nur eine Nacht. Und in dieser Nacht kann ein Junge sterben. Na schön, dann können wir uns hier häuslich niederlassen. Der Gefängniswärter soll uns ein Kartenspiel bringen. Ich weiß nicht. Ich finde, man sollte sich nicht noch lustig machen darüber. Das ist doch nicht richtig. Ja, machen Sie was dagegen. Ich weiß überhaupt nicht, was der Quatsch mit dem Messer soll. Jemand hat gesehen, wie das Söhnchen den Vater erstochen hat. Was brauchen wir denn mehr? Meine drei Tankstellen gehen in Konkurs, wenn ihr hier palavert. Nein, nein, immerhin, das Messer war ein sehr wichtiger Punkt für den Staatsanwalt. Er hat einen vollen Tag darauf... Gehen Sie wieder weg mit dem Staatsanwalt. Das war ja ein Publikumsreferendar oder sowas. Der hatte ja keine Ahnung. Also diese Bagatellen halten uns doch nur auf. Ich schlage vor, er ist der Einzige, der uns aufhält. Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen. Stimmen wir nochmals ab, aber geheim und schriftlich. Ich selber enthalte mich der Stimme. Wenn immer noch 11 für schuldig sind,
dann will ich mich nicht länger ausschließen. Wir können dem Gericht dann gleich unseren Schuldspruch übergeben. Aber wenn, meine Herren, wenn einer von Ihnen nicht schuldig stimmt, dann müssen wir bleiben und den Fall zu Ende bringen. Was halten Sie davon? Ja, das ist ein fairer Vorschlag. Sind alle dafür? Irgendein Einwand? Nein. Ja, gut, der Vorschlag ist angenommen. Bitte schreiben Sie auf einen Zettel von Ihrem Notizblock. Schuldig. So ist er ja ein. So. Okay. Schuldig. Schuldig. Schuldig, 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 nicht schuldig. Schuldig. Junge, hier schlägt's 13. Und einer ist umgekippt. Was haben wir davon? Verflucht, wer war das? Entschuldigen Sie bitte. Wir haben uns auf eine geheime Abstimmung geeinigt. Ach. Wenn der Betreffende ungenannt bleibt. Ungenannt? Was heißt hier ungenannt? In einem Geschworenenzimmer gibt's doch keine Geheimnisse. Der Feigling soll sich stellen. Was ist denn? Vom Bonkverschluck. Kamerad, Sie sind ein Held. Erst stimmen Sie mit uns allen schuldig und dann fängt der Missionar da drüben an, Ihr Herz zu erweichen. Und Sie schluchzen natürlich mit. Ach, werfen Sie doch lieber ein Viertel Dollar in die Sammelbüchse. Da kommen Sie in den Himmel. Das ist doch zum Kotzen. Sagen Sie das nochmal. Wer sind Sie denn eigentlich, dass Sie es wagen? Wer Sie sind? Was will er denn eigentlich von mir? Er ist ein bisschen reizbar. Reizbar. Und ob ich reizbar bin? Wir geben uns alle Mühe, einen Schuldigen auf den elektrischen Stuhl zu bringen, wo er hingehört. Und plötzlich kommt einer und erzählt uns Märchen und wir hören geduldig zu. Da soll man nicht in die Luft gehen. Na, also Ihr Schreien hilft uns auch nicht weiter. Bitte setzen. Ich bitte ums Wort. Ja, bitte. Ich habe immer geglaubt, dass ein Bürger in diesem Lande das Recht hat, auch unpopuläre Meinungen zu äußern. Ja, und aus diesem Grunde bin ich auch hierher gekommen. Und es schmerzt mich zugeben zu müssen, dass in meiner alten Heimat... Ihre Heimat interessiert uns nicht. Dass in meiner alten Heimat eine freie Meinung nun nicht mehr gestattet ist. Ja, komm. Ah, mach Schabes davon. Hey, Baltimore. Darf man wissen, warum Sie umgefallen sind? Nicht er ist umgefallen. Ich war es. Vielleicht wollen die Herren meine Gründe hören. Ja, danke, kein Interesse. Aber ich habe ein Interesse, es klarzustellen, wenn Sie nichts dagegen haben. Wenn es unbedingt sein muss. Der Herr soll ruhig sprechen. Sie gestatten? Danke. Dieser Herr stand ganz allein gegen uns alle. Er behauptet keineswegs, dass der Angeklagte nicht schuldig ist. Er ist sich nur nicht sicher. Ich finde, es gehört schon sehr viel Mut dazu, einfach gegen den Strom zu schwimmen und sich der Lächerlichkeit auszusetzen, selbst wenn man noch so überzeugt ist. Aber er hat ja die Entscheidung uns überlassen. Ja, auch wenn es Ihnen nicht passt, mein Herr. Er hat ein gewagtes Spiel gespielt und das imponiert mir. Ich achte seine Beweggründe. Wahrscheinlich ist der Junge schuldig, aber ich möchte gern mehr darüber hören. Im Augenblick stehen wir 10-2. Das ist sein Argument! Lassen Sie ihn doch. Er kann Sie gar nicht verstehen, weil er Sie gar nicht verstehen will. Ist das alles, was Sie vorzubringen haben? Danke. Ja, das ist alles. Wenn ich mich nicht täusche, treten wir auf der Stelle. Der alte Herr hat uns eine unangenehme Überraschung bereitet. Ich habe keine Ahnung, wie man den Karren aus dem Dreck ziehen soll. In meiner Branche passiert mir dasselbe. Sie wissen ja, ich bin Reklamefachmann. Was sind Sie, wenn ich fragen darf? Chemiker. Ach so. Meine Hochachtung. Die Wissenschaftler sind immer noch das Beste, was wir aus Europa importieren. Also, Herr Kollege, ich war ein bisschen erregt. Sie müssen sich gleich krumm nehmen. Ich habe das nicht persönlich gemeint. Ich bin nur froh, dass Sie sich nicht auch von dieser Humanitätsduselei am Mann stecken lassen. Die Sorte kennt man doch. Tue recht und scheue niemand. Das ist mein Wahlspruch. Gott sei Dank, dass ich nicht allein stehe. Was an dich? Aber sind die auch Vertreter? Wieso? Na, weil Sie so hübsch reden können. Ach, nein, nein, ich bin Architekt. Sie wissen aber, was man die sanfte Tour nennt, hm? Nein, ich will da auch, ne? Mit der verkaufen Sie aber recht gut.
Ich habe eine ganz andere Technik. Erst ein paar Schnäpse, dann die neuesten Witze und dann überfahre ich sie. Ach, von wem sprechen Sie denn eigentlich? Von den Kunden natürlich. Ach so. Im letzten Jahr habe ich 27.000 Dollar gemacht. In Marmelade. Kann sich sehen lassen, ne? Sag mal, warum machen Sie eigentlich so viele Schwierigkeiten? Bringt Ihnen das was ein? Doch höchstens Ärger. Also, ich glaube, Ihnen hat mal einen auf den Kopf gehauen, da sind Sie nicht drüber weggekommen, stimmt's? Vielleicht. Vielleicht, vielleicht. Sie machen es sich zu einfach, ja. Wohltäter der Menschheit sind alle gleich. Wenn sich eine Katze einen Schwanz einklemmt, gleich fängt er an zu flennen. Aber Mumm habt ihr nicht für so viel einen Knochen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Warum verschwenden Sie unsere Zeit? Spenden Sie einfach 5 Piken für einen guten Zweck. Ich hole Sie einen Bowler. Kamerad, der Junge ist schuldig. Da hilft ihm kein Gott. So schuldig, wie Sie eine Nase im Gesicht haben. Lassen Sie uns endlich nach Hause gehen, bevor wir uns hier heiser schreien. Seien Sie mal ein bisschen menschlich, Sie Wohltäter. So, ob Sie sich nun hier heiser schreien oder auf dem Sportplatz, wo ist denn da der Unterschied? Sie Schlaumeier, da habe ich eben mehr Vergnügen. Das ist der Unterschied. Die Burschen sind das, was? Oh, nicht schlimmer als alle anderen. Ah, ich mache dieser Tag noch fertig. Herrlich. Wie lange kann das noch dauern? Weiß ich nicht. So, Sie wissen das nicht. Aber er ist schuldig, bestimmt. Kein Mensch auf der Welt kann daran zweifeln. Erlösen Sie uns doch endlich. Ich meine, mir persönlich ist es egal, für mich sind es höchstens ein paar Arbeitsstunden weniger, ist ja auch nicht zu verachten. Nur sehen Sie. Glauben Sie denn im Ernst, dass er nicht schuldig ist? Ich weiß es nicht. Ist doch möglich. Kennen Sie ja nicht, aber ich möchte wetten, Sie haben ihn ja nie so verrechnet. Mann, schlucken Sie es runter und Sie ersparen sich viel. Angenommen, Sie wären der Angeklagte. Weiß ich, mir kommt das alles ein bisschen komisch vor hier. Ich bin nur ein kleiner Handwerker und mein Chef hält nichts von angenommen oder so. Aber schön, ich will kein Spielverderber sein, also angenommen. Angenommen, Sie reden uns alle noch weich und am Ende hat der Junge seinen Vater tatsächlich erstochen. Was denn dann? Tja, das wäre schrecklich. Aber noch schrecklicher wäre es, einen Unschuldigen auf den elektrischen Stuhl zu bringen. Nee, das ist mir nicht übel, aber für mich ist das einfach alles ein bisschen zu hoch. Ich war doch vollkommen verzweifelt. Ich mache das Fenster auf, dass ich auf der anderen Seite sieht, den Mann kommt nicht. Und da biegt und biegt und guckt drauf, guckt drauf, guckt drauf. Mein Mann hat Tag. Na endlich, wo haben Sie denn so lange gesteckt? So, wir können die Verhandlung fortsetzen, bitte. Bitte, meine Herren, wieder Platz nehmen. Ich möchte nur eine Frage an die Herrn Neinsager richten. Ja, an Sie, meine Herren. Der alte Mann, der in der unteren Etage wohnte, der hat doch den Burschen schreien hören, ich bring dich um. Und eine Sekunde später hört er einen dumpfen Aufprall, als ob ein Körper zum Boden fällt, und dann sah er den Kerl die Treppe runterrennen. Ja, wie erklären Sie sich denn das? Nö, der alte Mann muss ein phänomenales Gehör gehabt haben, dass er sogar durch die Decke hören konnte. Nein, nein, nicht durch die Decke, das Fenster stand offen und ebenso das Fenster darüber. Es war nämlich ziemlich heiß in dieser Nacht, wenn Sie sich recht erinnern. Es ist nicht ganz leicht, eine Stimme genau zu erkennen. Noch dazu aus einer anderen Wohnung. Das ist doch lächerlich. Und ganz besonders, wenn sie schreit. Ja, aber der Alte hat sie doch wieder erkannt. Jawohl. Und vergessen Sie nicht die Frau auf der anderen Straßenseite. Ja. Sie konnte direkt in das Fenster der Wohnung sehen und genau in dem Augenblick, als der Junge seinen Vater erstach. Also wenn Ihnen das nicht genügt... Nein, es genügt mir nicht. Aber ich bitte Sie, die Frau hat durch die Fenster der vorbeifahrenden Hochbahn den Mord gesehen. Der Zug hatte 6 Wagen und sie sah ihn durch die Fenster der beiden letzten Wagen. Sogar an belanglose Einzelheiten hat sie sich erinnert. Darüber kann man gar nicht mehr diskutieren. Was kritzeln Sie denn da? Die Hochbahnlinie. Ich will mir die Situation vergegenwärtigen. Kann ich mal Ihren Bleistift haben? Bitte schön. Sie haben erst 3 Wagen gemalt. So, da ist der 4. Jetzt machen Sie den 5., dann wird uns die Zeit hier nicht lang. Hier ist der 5. Wagen. Das ist kein Spiel! Was ist das denn? Schauen Sie, benehmen sich wirklich, Kind. Der ist halb so schlimm. Schlimm genug, die haben vergessen, wo sie sich befinden. Man hat sich doch begraben. Ich hätte gute Lust, die Beine zu scheuen. Also jetzt reicht's mir, eure Schlägereien haben gerade noch gefehlt. Ich muss sie ernstlich ersuchen, sich zu mäßigen. Wir haben mich wohl noch verteidigen dürfen. Das ist doch eine Frechheit, eine bodenlose Frechheit. Ja, friedlich. Ja. Kein Spiel. Ich möchte wissen, wer sich hier kindisch benimmt. Lass mich doch nicht beleidigen. Kein Mensch beleidigt Sie. Wir sprechen uns doch nur aus hier. Na los, bitte setzen. Na ja, Sie auch. Ihre Zeichnung ist aber recht instruktiv. Fangen Sie schon wieder. Nein, 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 tatsächlich. Sagen Sie, was glauben Sie, wie lange dauert es wohl, bis ein Hochbahnzug, sagen wir mal, mit mittlerer Geschwindigkeit, einen bestimmten Punkt passiert hat? Hier, schauen Sie sich Ihre Skizze noch mal an. Ich füge den 6. Wagen noch hinzu. Noch wie lange? Aber bis so. Was schätzen Sie? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht 10, 12 Sekunden? Ja, das dürfte ziemlich genau stimmen. Ja. Was meinen Sie?
Naja, so 10 Sekunden, nicht? Das kann ich nicht. Moment, Moment, Moment. 10,8, gut geschätzt. Also gut, 10 Sekunden. Hilft Ihnen das? Vielleicht, vielleicht. Also, ein Hochbahnzug mit 6 Wagen braucht etwa 10 Sekunden, um einen bestimmten Punkt zu passieren. Nehmen wir mal an, dieser bestimmte Punkt sei das offene Fenster des Mordzimmers. Wenn man die Hand ausstreckt, kann man fast die Gleise berühren, was? Ja, ja, so ungefähr ist. Also. Jetzt frage ich Sie, hat mal jemand von Ihnen neben einer Hochbahnlinie gewohnt? Ich? Das heißt nicht gewohnt. Ich habe mal in einer Wohnung gearbeitet, die neben einer Hochbahnstrecke lag. Bin nämlich Anstreicher. 3 Tage hat das gedauert. Ja, und wie war das? Wie soll das gewesen sein? Ich meine, viel Lärm. Lärm? Wen interessiert das schon? Mein Beruf ist man sowieso nicht verwöhnt. Also, ich habe mal ein Haus gebaut, unmittelbar neben meiner Hochbahnlinie. Bei offenen Fenstern war der Lärm geradezu unerträglich. Da wollen Sie nicht endlich zur Sache kommen. Ja, gewiss, gewiss. Bitte erlauben Sie mir, 2 Zeugenaussagen herauszugreifen und einander gegenüberzustellen. Erstens, der alte Mann in der unteren Wohnung will gehört haben, wie der Junge ausrief, ich bringe dich um. Und eine Sekunde später fiel ein Körper zu Boden. Eine Sekunde später, das hat er vor Gericht erklärt. Mhm. Ja, ja, genau, der hat ja sogar gesagt, nicht mal eine Sekunde, nicht? Das hat er doch gesagt. Zweitens, die Frau auf der anderen Straßenseite ist sicher, dass sie den Mord aus ihrem Fenster durch die beiden letzten Wagen des vorbeifahrenden Hochbahnzuges gesehen hat. Ja. Durch die beiden letzten Wagen, sie ist sicher. Ja, das ist nichts Neues. Ja, ja, aber wir haben doch eben gerade gehört, dass ein Hochbahnzug etwa 10 Sekunden braucht, um einen bestimmten Punkt zu passieren. Wenn die Frau nun den Mord durch die beiden letzten Wagen gesehen hat, na, dann muss man doch annehmen, dass der Körper zu Boden fiel, während der Zug vorbeifuhr. Ja, das heißt also, bevor der Körper zu Boden fiel, muss der Zug schon volle 7 Sekunden an dem Fenster des alten Mannes vorbeigerattert sein. Das ist doch logisch. Ja, 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 nach ja, dessen eigener Aussage hat er aber die Drohung des Jungen, ich bringe dich um, nur eine Sekunde früher gehört. Das heißt also, während der Zug dicht an seiner Nase vorbeidonnerte. Ja, meine Herren, das ist ganz unmöglich, dass er das gehört haben kann. Ja, natürlich ist das möglich. Er sagte, der Junge hat geschrien. Das genügt mir doch. Aber selbst wenn er jedes Wort verstanden hätte, bei dem Lärm wäre es unmöglich gewesen, die Stimme zu erkennen. Das sind doch lauter Spitzfindigkeiten. Hier handelt es doch um eine Sache von Sekunden. Da kann doch kein Mensch so genau sein. Also ich finde, eine Zeugenaussage, die einen Menschen auf den elektrischen Stuhl bringen kann, die müsste aber so genau sein. Allerdings. Ich glaube nicht, dass er was gehört haben kann. Nein, bei dem Krach ist das unwahrscheinlich. Also ich habe nicht alle Tasten im Schrank. Warum sollte der Alte denn lügen? Was hätte er denn für einen Vorteil davon? Vielleicht wollte er nur Aufmerksamkeit erregen. Ach, mit Ihren abgeklärten Bemerkungen stellen Sie nur die Verhandlungen. Schicken Sie einen von in die Zeitung, die zahlen Ihnen $3. Was nehmen Sie sich eigentlich heraus? Wer so mit einem alten Herrn spricht, verdient einen aufs Dach. Verstanden? Was ist denn? Wir haben keine Kinderstube, mein Herr. Die haben Sie wohl nötiger. Wenn Sie normal in solchen Ton zu dem Herrn reden, dann stoße ich Sie aus dem Anzug. Ich bin nicht Mitglied in einem Judo-Club, falls Ihnen das etwas sagt. Ich bitte Sie, meine Herren. Reden Sie ruhig weiter. Bei uns herrscht nämlich Redefreiheit. Weshalb meinen Sie, sollte der alte Mann gelogen haben? Ich bedauere, dass ich der unfreiwillige Anlass zu einem Streit geworden bin. Ja, ich wollte sagen, dass ich den Zeugen lange beobachtet habe. Der alte Mann war schon ziemlich gebrechlich. Seine Jacke war zerrissen und es machte ihm sichtlich Mühe, in den Zeugenstand zu gehen. Er schleifte dabei den linken Fuß nach und versuchte es zu kaschieren, weil ihm das offenbar peinlich war. Ich glaube, meine Herren, ich kann ihn besser verstehen als Sie alle. Darf ich Ihnen meinen persönlichen Eindruck schildern? Also bitte. Ein stiller, gebrechlicher, von seiner eigenen Unwichtigkeit durchdrungener alter Mann. Sein ganzes Leben lang war er ein Niemand. Nie hat sich jemand um ihn gekümmert. Nie hat sein Name vorher in der Zeitung gestanden. Die Gelegenheit kommt wohl nicht so schnell wieder, seinen Namen in der Zeitung zu lesen. Wenn auch nur anlässlich eines Mordprozesses. Vielleicht war das seine Sekunde. Vielleicht hätte er es nicht überlebt, wieder ins Dunkel zurückzutreten, ohne seine Chance wahrgenommen zu haben. Vielleicht ist das meine Sekunde. Wenn ich ganz mitgekommen bin, dann wollen Sie uns weismachen. Der Alte hat nur geflunkert, um sich mal wichtig zu machen. Nein, 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 ich habe nicht gesagt geflunkert. Der alte Mann hat an seine Worte geglaubt. In seinem Unterbewusstsein hat er die Drohung des Jungen gehört. Und sein Gesicht wiedererkannt, weil er es wiedererkennen wollte. Auch Unterbewusstsein, bleiben Sie mal doch mit Ihrer Psychoanalyse vom Leibe. Das Unterbewusstsein meiner Frau kostet mich jeden Monat 3. Entschuldige bitte, das gehört nicht hierher. Das gehört wirklich nicht hierher. Woher nehmen Sie das alles? Ich bin nicht mehr so jung. Ja. Wünscht vielleicht jemand einen Hustenbonbon? Darf ich? Danke vielmals. Haben Sie doch Mitleid mit uns. Sie sehen doch, da ist noch etwas ungeklärt. Gibt einfach nicht nach. Ich glaube, wir haben bewiesen, dass der alte Mann nicht gehört haben kann, wie der Junge ausrief. Schrie. Also gut, wie der Junge schrie. Wir haben gar nichts bewiesen. Sie unterstellen uns das. Moment, Moment. Ich will ja gerade unterstellen, dass er es tatsächlich gehört hat. Zu gnädig. Aber bitte, wie oft hat jeder von uns eine solche Redensart schon gebraucht? Nur wahrscheinlich doch unzählige Male. Bei allen möglichen Gelegenheiten und ohne sich das Geringste dabei zu denken. Bitte, haben Sie doch nie zu Ihrer Frau gesagt, also Liebling, dafür würde ich dich am liebsten umbringen? Ich bin unverheiratet.
Oder haben Sie noch nie zu Ihrem Jungen gesagt, wenn er ein schlechtes Zeugnis nach Hause brachte, also mein Lieber, wenn das nochmal vorkommt, dann bringe ich dich um? Ich habe keine Kinder. Und Sie? Der Junge hat geschrien, ich bring dich um. Und was man so aus voller Überzeugung schreit, das meint man auch so. Na klar. Nein, nicht immer. Man meint nicht immer, was man schreit, das ist nicht ganz so. Nämlich vor ein paar Wochen, nicht? Da hatte ich Krach mit einem Kollegen, der in der Bank am Schalter neben mir arbeitet. Naja, das ist sonst ein ganz anständiger Kerl, aber schreit er mich doch plötzlich an, du Idiot. Naja, ich meine, das kann ja nicht sein Ernst gewesen sein, nicht? Bitte eine Frage. Würde man denn tatsächlich eine so ernst gemeinte Drohung so herausschreien, dass es die ganze Nachbarschaft hören muss? Ich kann mir nicht helfen, dazu war der Junge doch viel zu aufgeweckt. Der und aufgeweckt. Der kann sich nicht mal einwandfrei ausdrücken. Eine Schule kennt er scheinbar nur von außen. Anscheinend. Wie? Eine Schule kennt er anscheinend nur von außen. Entschuldigen Sie, aber das wäre einwandfrei ausgedrückt. Ich habe das so gelernt. Ihr europäischen Schulmeister. Sie wünschen? Ich möchte mein Votum ändern. Was möchten Sie? Nicht schuldig. Sagen Sie es nochmal. Nicht schuldig. Sind Sie sicher? Ja, ich bin sicher. Dann stehen wir 9-3 für schuldig. Naja, dem habe ich doch von Anfang an nicht getraut. Peng, ein Schlag ins Kontor. 3 Punkte für Baltimore, aber ich protestiere, Sie werden vom Platz gestellt. Jetzt Spaß beiseite. Die verfolgte Unschuld hat einen Verteidiger und der vertritt seinen Fall, nicht Sie. Warum wollen Sie ihm durchaus Konkurrenz machen? Anwälte sind nicht unfehlbar. Der Anwalt war vom Gericht bestellt. Der Junge hätte sich nicht aussuchen können. Und auch aussuchen. Geschenken kaum sieht man nicht ins Maul. Was heißt hier aussuchen? Na, das heißt eine ganze Menge. Es kann zum Beispiel heißen, dass der Anwalt den Fall gar nicht gewollt hat. Nur er war von Amts wegen bestellt. Solche Fälle bringen nichts ein, weder Geld noch Namen. Würden Sie vielleicht Marmelade verkaufen, wenn Sie nichts daran verdienen? Ach, ausschauen muss schon was dabei. Na, sehen Sie. Um vor Gericht einen guten Kampf zu liefern, da muss man aber schon an seinen Klienten glauben. Und den Glauben hatte er offenbar nicht, das haben Sie ja eben selber gesagt. Oh, kein Wunder, wer hätte ihm schon glauben sollen, außer hier unserem Manager von Baltimore. Sie versauen mir tatsächlich noch das Match. Na, das werden Sie hoffentlich noch verschmerzen können. Oh, man sieht, dass Sie kein Fanatiker sind. Nein, glücklicherweise nicht. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht und wenn Sie mir gestatten, so... Bitte. Danke bestens. Bitte schön. Ich bin Ihnen sehr aufmerksam gefolgt. Und ich habe nun die Überzeugung gewonnen... In unserer Sprache fasst man sich kürzer. Danke. Ich finde, dass dieser Herr ein paar sehr gute Punkte angesprochen hat. Na, wenn das einwandfrei ausgedrückt ist. Entschuldigen Sie bitte, aber ich lasse mich später sehr gerne von Ihnen belehren. Nach den Zeugenaussagen, die vor Gericht produziert worden sind, habe ich mich korrekt ausgedrückt? Produzieren Sie ruhig weiter. Nach den Zeugenaussagen ist der Junge scheinbar schuldig. Anscheinend. Na, verzeihen Sie, hier geht auch scheinbar. Aber vielleicht können wir tiefer gehen. Auf den Grund. Ja, auf den Grund gehen. Danke bestens. Es drängt sich mir hier nämlich eine Frage auf. Wir setzen voraus, der Junge hat den Mord begangen. Er hat seinen Vater erstochen, das war 10 Minuten nach Mitternacht. Er ist geflüchtet. Wie hat ihn die Polizei aufgegriffen? Der Junge ist kurz nach 3 Uhr nach Hause gekommen und 2 Kriminalbeamte haben ihn im Flur seiner Wohnung erwartet. Meine Frage ist nun, wenn der Junge wirklich den Mord begangen hat, ja, warum ist er denn 3 Stunden später zurückgekommen? Hätte er sich nicht sagen müssen, dass die Scherben bereits auf ihn warten? Sie scheinen sich ja auszukennen. Ja, ich kenne mich aus. Na schön. Das haben Sie ja jetzt alles hinter sich. Ne? Sind Sie sicher? Ihr wisst doch, Sie sind doch jetzt in Amerika, sozusagen in Abrahams Schuss. Ja, ich weiß. Abraham Lincoln, meine ich. Aber nicht einmal er hätte sich davon abhalten lassen, das Messer zurückzuholen. Es ist nicht fein, sein Messer in andere Leute Brust stecken zu lassen. Noch dazu beim so nahen Verwandten, ne? Ich finde das nicht lächerlich. Sehen Sie, der Junge wusste genau, dass gewisse Leute das Messer wiedererkennen würden. Er hat es ja seinen Freunden gezeigt. Es blieb mir also gar nichts anderes übrig, als es sich wieder anzueignen, bevor es der Polizei in die Hände kam.